Nachtgespräche bei Ihrem Stadtradio mit Eugen Drewermann und den Hörern von Berlin 88.8. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Mit diesem Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke begrüßte Michael Lungert im Studio sehr herzlich zu den Nachtgesprächen mit Eugen Drewermann. Und ich begrüße ihn natürlich besonders freudig, Herrn Drewermann in Paderborn. Guten Abend, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Lungert. Das Gedicht von Rainer Maria Rilke, Herbst, gibt ja so etwas wie eine Stimmung wieder, von der wir denken könnten, sie passt zu unserem Thema Depression. Wobei ich dächte, die Schlusszeile, die wundervolle Schlusszeile, und doch ist einer, der unendlich sanft in seinen Händen hält, das Fallen. Diese Schlusszeile wird mancher, der sich tief traurig und zerschlagen fühlt, vielleicht so nicht nachempfinden können. Tatsächlich ist Depression ein herbstliches Thema. Nicht in dem Sinne, dass man ernten wollte, was gesät wurde, sondern ganz im Gegenteil, das verloren geht und dem Vermodern preisgegeben wird, was man erhalten möchte. Und dann freilich kann es sein, dass eine besondere religiöse Nuance gerade in der Depression liegt. Man fühlt sich in der Welt derart allein und allein gelassen, dass man Hoffnung in sie gar nicht setzen mag. Aber darüber hinaus ist das Gespür bei manchen Depressiven sehr tief religiös verankert. Im Hintergrund müsste es jemanden geben, der als Einziger alles das verstehen würde, was auf Erden niemand sonst versteht. Und der eine Begleitung darbieten würde, wo sonst niemand bereit wäre, sie zu bieten. Die Depression ist religiös betrachtet die tiefste Infragestellung der Befriedigung an dieser Welt. Alle Romantiker in diesem Sinne waren religiöse Charaktere mit einer Depression in der Untertönung. Auch von Rilke wird man das sagen dürfen. Menschen, die die Welt so tief in Frage stellen, wie es die Depressiven tun, buchstäblich die Niedergedrückten, denen die Welt erscheint wie ein Abgrund, werden kaum anders leben können, als dass unter dem Abgrund, im Untergrund etwas ist, das stützt und trägt. Oder man hält es gar nicht mehr aus. Darum, dass die Depression zwischen Psychologie und Religion irgendwo dazwischen angesiedelt ist. Wir wollten ja, Herr Drewermann, anhand eines biblischen Textes dieses Gefühl gewissermaßen auch noch mal nachstellen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, dass in diesem Herbstgedicht die Stimmung oder die Gestimmtheit eines sich depressiv fühlenden Menschen genau wiedergegeben ist? Das Weltgefühl ist wiedergegeben, nicht so sehr das sich selbst empfinden und schon gar nicht die Beziehung zu anderen Menschen, die für die Depression ja doch sehr kennzeichnend ist, übrigens auch von Rilke in anderen Gedichten meisterhaft geschildert wird. Es ist einfach das Gefühl der Schwere. Alles sinkt hernieder, man kann es nicht aufhalten, es zieht alles nach unten, es gibt keine Kraft, die einen aufrichten würde oder die nach oben trüge. Dieses Gefühl, dass es alles bleiern wird in den Gliedern, im Geist, in der Seele, das spricht sich natürlich wunderbar darin aus. Und das fallende Herbstlaub ist ein Beispiel, wie geschrieben für Menschen, die dann mitten im Winter am Fenster stehen und schauen, wie die Schneeflocken fallen. Alles, was fällt, kann gewissermaßen eine beruhigende Rechtfertigung dieses Weltgefühls sein. Vielleicht ist es deswegen ganz schön, wenn wir jetzt einfach mal hören, wie es bei Markus im Gleichnis vom Sämann ganz anders dargestellt wird und doch vielleicht wieder ähnlich. Eher sagen wir noch vorweg, die Frage ist, was will man den Leuten sagen, die so fühlen? Und die Geschichte, die Sie jetzt vorlesen werden, wenn ich sie recht verstehe, ist wie ein Versuch.
in einen solchen Raum, wo alles wie zernichtet scheint, hineinzusprechen und Trost zu bringen. Wie hat Jesus das gemacht? Hört, ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat, und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Dies nun, Herr Drewermann, ist, wenn ich so sagen darf, aus einer ganz anderen Sichtweise geschrieben. Wenn man den offiziellen theologischen Erklärungen folgt, ist das eine Geschichte, in der Jesus seine Jünger aufrichtet. Gesprochen worden soll diese Geschichte sein in einer Situation, in der Jesus nach einer Phase des Erfolgs in Galiläa bitter enttäuscht wird. Man kehrt sich von ihm ab, man spürt, dass da ein Kontrast heranwächst auf Leben und Tod, und man scheut natürlich die Gefahr, die das mit sich bringt. In diesen Moment hinein soll Jesus diese Geschichte gesagt haben, um die Jünger ein Stück zu ermutigen. Er will sagen, natürlich gibt es Misserfolge, aber am Ende steht der Erfolg. Mir scheint, dass diese Geschichte meisterlich ist, wenn man sie aus solchen historischen Aussagebedingtheiten einmal herauslöst. Wie redet man zu Menschen, die dieses Gefühl haben, das Jesus hier beschreibt? Man kann machen, was man will, man strengt sich an, man gibt alles ins Leben hinein, was man hat. Man hat auch nichts falsch gemacht in gewissem Sinne. Es ist alles geschehen, was man tun konnte, aber jetzt, von außen, kommen sie, trampeln herum, verwüsten, fressen weg, stellen auf den Kopf, vernichten, wollen überhaupt nur zerstören durch Gleichgültigkeit, durch Desinteresse, durch Hunger, durch was auch immer. Und man kann jeden Tag durchs Fenster schauen und man wird erleben, alles, was man irgend ins Leben bringen wollte, wird von anderen Zug um Zug, aus welchen Motiven auch immer, wieder zurückgenommen. Wenn die Bilanz am Ende ist, man hat getan, was man konnte, man hat gelebt, was man konnte, und es war alles für die Katze, dann ist das Gefühl erreicht, auf das ihn Jesus eigentlich spricht. Das ist ja nicht ein bestimmter Augenblick nur, es ist eine Grundbefindlichkeit im Leben des Menschen. So kann es uns gehen. Und was hält uns dann? Die Geschichte argumentiert paradox. Sie nimmt eine Erfahrung aus dem Landleben. Jeder Bauer, der Saatgut ausstreut, wird natürlich wissen, dass manches auf felsigen Boden fällt, anderes von Vögeln gefressen wird, anderes von Wanderern zertrampelt wird. Trotzdem setzt er darauf, dass es irgendeinen Ertrag bringen wird. Gleichgültig, wie man ihn nun quantitativ errechnet, ob 30-fach oder sogar 100-fach. Es wird sich lohnen, sonst würde man überhaupt nichts riskieren. Aber die Evidenz, die Jesus hier vermittelt, hat mit dem Landleben nichts mehr zu tun. Er möchte sagen, du kannst das unbedingt so sehen. Und die ganze Geschichte Jesu, die ja zu fast 80% die Misserfolge reflektiert, die Menschen haben können, ist wie eine Einladung an die Leute, die nicht mehr aus noch ein wissen: Erzähl mir doch, wie es war. Was ist in deinem Leben passiert? Was ist da herumgelaufen? Was ist fehlgelaufen? Was hat man kaputt getrampelt? Was hat man einfach weggefressen? Was hat man dir gestohlen? Wo sind die Momente, da das, was wachsen wollte, längst erstickt wurde? Die verbogenen, verlogenen Wünsche, mit denen du groß wurdest, deine Visionen, die du mal geträumt hast, die sie dir ausgeredet haben. Was hat man einfach flachgewalzt in deinem Leben? Erzähl mir das. Eigentlich ist dieses Gleichnis, das Jesus in wenigen Worten skizziert, so eine Aufforderung an die Hörer, sich in ein tieferes Gespräch zu begeben. Mit Jesus oder mit sich selber. Und dann durchzugehen, was da alles war. Ich denke mir,
Man wird an jeder Stelle irgendwo eine Identifikationsfläche gefunden haben. Man wird gesagt haben, genau so ist mir das gegangen. Nur jetzt müsste man die Geschichte erzählen im Leben der Menschen, die dahinter steht, die als Assoziationsraum erklären könnte, was gemeint ist. Die Gleichnisse Jesu sind schon deshalb wundervoll, weil sie den Einzelnen nicht aus der Deckung hervorzerren. Sie machen nicht öffentlich, sie entkleiden den anderen nicht, stellen ihn nicht bloß. Aber jeder kann sich, wenn er die Geschichte hört, vorstellen, was in seinem Leben ihn müde gemacht hat, enttäuscht hat sein lassen, was ihn buchstäblich fertig gemacht hat und hoffnungslos und aussichtslos. Und dann meint Jesus auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht betrachtest du das Leben mal vollkommen anders. Du hast gemeint, es kommt überhaupt nichts dabei raus, aber wer entscheidet das denn? Ein Landmann wird denken, das entscheidet am Ende, was ihm scheuer liegt, was da eingefahren wurde und was sich in Kubik und Dezimeter fassen lässt. Für das menschliche Leben natürlich gibt es einen solch äußeren Maßstab überhaupt nicht. Aber das ist, was Jesus Gott nennt. Es gibt irgendwo das Vertrauen, man könnte dein und mein Leben einmal gerecht anschauen. Und dann ist es vielleicht Gold wert, überhaupt etwas riskiert zu haben. Überhaupt den Mut gehabt zu haben, in dieses Leben etwas auszusehen. Was daraus wird, wer kann dafür eine Garantie abgeben? Frauen gebären Kinder und ziehen sie groß. Männer versuchen im Beruf, dies und das zu verwirklichen. Junge Menschen ergreifen ein bestimmtes Ideal und versuchen es ins Leben zu retten. Wer kann sagen, was aus uns wird und was aus dem werden könnte, was wir gemacht und versucht haben? Es geht nicht um das Produkt, es geht nicht um das Ergebnis, es geht um uns selber, will Jesus im Grunde sagen. Es geht darum, was wir selber wert sind und das sieht Gott. Das steht fest und das ist nie gleich Null. Höre, es ist nie gleich Null. Gerade wenn du jemand bist, der sehr enttäuscht wurde, würde Jesus jetzt sagen, bist du jemand, der sehr viel erwartet hat, schon das ist viel. Inmitten einer Massenbewegung von Entmutigten bist du sehr viel, weil du enttäuscht werden konntest überhaupt. Das ist eine dialektische, paradoxe Art zu trösten, die Jesus da an den Tag legt. Es ist aber eine wunderbare religiöse Logik. Der normale Trost in Anführungsstrichen gegenüber Depressionen ist, es sind wehleidige Leute, denen man ein Taschentuch in die Hand drückt und die sich jetzt neu wieder schminken sollen und vernünftig vorstellen sollen. Sie sollen ihre Gefühle beherrschen und zusammennehmen, stramm stehen, nicht ewig wie kleine Kinder, nicht lamoyant, geradeaus und tapfer und so weiter. Auf diese Weise natürlich macht man Menschen nur noch einsamer. Vielleicht, dass wir die Stufen, in denen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das, was mit einem wuchtigen Wort Depression genannt wird, sicher schon mal erfahren haben werden, lässt sich ja vielleicht in zwei Momenten einmal beschreiben. Das eine ist die Reaktion, die man als depressiv bezeichnen kann, wenn eine wichtige Beziehung zerbricht. Jemand hat eine Frau, hat einen Mann sehr lieb gehabt und ist dadurch enttäuscht worden, dass der andere weggeht. Er zeigt, dass er die eigene Person nicht lieb haben kann oder will oder darf, wie auch immer. Er entfernt sich und plötzlich erscheint das ganze Leben wie leer geräumt. Es ist, wie wenn die vier Wände des eigenen Hauses ein völliges Vakuum wären. Und es projiziert sich hinein das eigene Ich, das keinen Sinn mehr sieht, keinen Halt mehr hat, das selber wie verwaist sich erlebt, wie Mutterseelen allein, ganz buchstäblich. Psychologisch wird man jetzt sagen können, wenn eine Liebesbeziehung, die so endet, mit Depression beantwortet wird, geht daraus hervor, dass der andere in dieser Beziehung eine ganz große Rolle gespielt hat. Er war vielleicht das bessere Ich, er war tatsächlich der gesamte Inhalt im eigenen Leben. Man glaubte, den eigenen Wert in ihm repräsentiert. Was man selber war, konnte man sehen in seinen Augen. Schaute er einen freundlich an, durfte man auch sich selber mögen. Schaute er gleichgültig, fühlte man sich auch selber vernichtet. Man hat in gewisser Weise zu viel sich abhängig gemacht vom anderen, aber wer konnte das spüren, als es glücklich schien? Und wer würde es je anders machen, solange es glücklich ist?
Es ist ziemlich leicht, hinterher zu sagen, du hättest bei der Depression dich halt besser distanzieren müssen, du hättest selbstständiger sein müssen, mehr Abstand wahren müssen. Alles schön und richtig, vielleicht kann man das daraus lernen. Aber als erstes ist eine der großen Einfallstüren für depressive, situative Gestimmtheiten diese Enttäuschungsreaktion des Liebesverlustes. Es ist wie für ein kleines Kind, wie wenn die Eltern weggehen würden. Es kann ja sein, sie möchten nur zum Theater gehen, abends um 8, aber sie können einem Kind nicht sagen, wann sie wiederkommen. Es hat keinen Zeitbegriff, es wird nur, die Eltern sind weg und es wird vielleicht warten und warten im Dunkeln und gar nicht ahnen, was in ihnen sich abspielt. Es wird nur denken, die Eltern können mich nicht lieb haben, wenn sie mich so lange alleine lassen. So etwas nun auf Dauer passiert in diesem Gefühl, vereinsamt zu sein, zurückgestoßen zu sein. Damit verknüpft ist sehr häufig eine zweite Möglichkeit, depressive Empfindungen zu haben. Sie können einen anspringen, Raubtier ähnlich. Man weiß oft gar nicht warum. Plötzlich steht man auf der Straße und entdeckt, dass alles keine Rolle mehr spielt. Dass all die anderen, die auf der Straße sind, wie um Lichtjahre entfernt scheinen. Dass man selber sich fremd wird und weiß gar nicht mehr, was mit einem los ist. Plötzlich, mitten in einer bestimmten Situation, erlebt man sich wie ausgeschaltet. Im Hintergrund ganz häufig steht, dass im Ansatz bestimmte Wünsche noch waren, die man gefühlt hat. Man schaute durch ein Schaufenster, man wollte sich ein neues Kleid, ein Pullover kaufen und etwas Schönes sich gönnen. Man stand vor einem Bäckerladen und er wollte irgendetwas essen. Gleich durch was für Gründe, es fiel wie ein Senkblei plötzlich hernieder, ein Verbot, und zerschnitt den Wunsch von seiner Verwirklichung. Man hat keine Ahnung, was sich abgespielt hat, aber die Depression besteht plötzlich in dem Empfinden, überhaupt nichts zu dürfen. Schuldig zu sein, dass man überhaupt je etwas gewollt hat. Die Psychoanalytiker sprechen dann von Gehemmtheiten in dem Wunschbereich, in dem oralen Bereich. Oral bedeutet vom Mund geprägt, wo man etwas ausspricht, in den Mund nimmt, wo man ein eigenes Wort riskieren und eine eigene Wunschwelt aufbauen möchte. Genau das wird blockiert. Und dann kann es sein, dass man ärgerlich inwendig wird auf die Personen, die dahinter stehen, die das Verbot in das Leben gestreut haben. Manche Menschen werden depressiv an genau den Stellen, wo sie eigentlich einem anderen Menschen Widerspruch entgegensetzen müssten, aber das nicht könnten. Gerade heute habe ich noch mit einer Frau gesprochen, die so klagte und sagte, mein ganzes Leben ist wie leer, es ist vollkommen sinnlos, ich weiß überhaupt nicht, wofür ich lebe. Das dauerte keine 5 Minuten und man konnte sehen, dahinter steht die Aufgabe ihrer Mutter, die inzwischen über 75 Jahre alt ist, nicht zu versorgen, aber mit ihr zu leben, die wohnt bei ihr. Und sie ist eine ständige Belastung. Wenn die Mutter traurig ist, hat die Tochter die Aufgabe, sie irgendwie aufzuheitern. Wenn sie das nicht kann, ist sie schuldig dafür, dass sie es nicht kann. Wenn die Mutter Wünsche verweigert, ist die Tochter dafür da, die Wünsche trotzdem zu erfüllen. Die Mutter ist alt, aber eigentlich müsste der Garten gemacht werden, der Keller geschrubbt werden. Es müsste überhaupt das ganze Haus in irgendeiner Weise besser geputzt und ordentlicher gehalten werden. Und sie steht wie eine Sklavin davor. Ich habe der Frau am Ende gesagt, sie sagen Nein zu sich selber für die 100 Stellen, wo sie anderen Menschen, insbesondere jetzt ihrer Mutter, einmal hätten Nein sagen müssen. Und für die 100 kleinen Neins steht am Ende ein einziges totales Nein. Ich bin gar nichts. Das steht an der Stelle dafür, ich möchte endlich und gottverdammt, wo ich 60 Jahre alt bin, irgendwann auch einmal leben. Aber das ist sehr schwer zu sagen. Drum, dass die Depression darauf hinweist, wie im Negativbild, dass da ein Suchen stattfindet nach einer tieferen Schicht, die von Menschen stets verweigert wurde, aber die es geben müsste, um zu existieren. Man kann von der situativen Depression noch ein Stück weitergehen und sagen, es gibt natürlich Menschen, die für chronisch depressiv getönt erscheinen, wo die Depression, speziell die Gehemmtheit jetzt im Wunschbereich, in der Oralität, zur Charaktereigentümlichkeit wird.
dann kann man fast die ganze Geschichte solcher Menschen wie blind erzählen. Man muss sich vorstellen, dass da ein Kind war, das schon im Alter von 4 oder 8 Monaten erleben musste, dass es seiner Mutter im Grunde zu viel ist, dass es lästig wird, dass es kein wirkliches Recht hat, auf der Welt zu sein. Natürlich hat es die Mutter lieb, aber es erlebt, dass die Mutter im Grunde überbelastet ist durch die Existenz eben dieses Kindes. Also muss man versuchen, die eigenen Wünsche zurückzunehmen, buchstäblich Rücksicht zu nehmen auf den anderen und immer mehr im anderen zu leben. Schon deshalb wird es unmöglich, sich abzugrenzen. Zu sagen, das bist du, aber das bin ich, und beides miteinander sollte einen Kompromiss finden. Die Depression ist eine große Sehnsucht nach Verschmelzung, nach dem Leben im anderen, um gerechtfertigt zu werden durch den anderen. Wenn das die Charakterstimmung ist, eine hohe Identifikationsbereitschaft, ein universelles Fühlen mit jedem, aber gleichzeitig auch eine schwere Unfähigkeit, sich selber mit seiner eigenen Identität zu stabilisieren, dann haben wir die genannten Einzelmomente jetzt auf Dauer gestellt. Und natürlich ist entsprechend dann die Therapie besonders schwer. Andererseits kann man jedem sagen, der so empfindet, dass er aus seinen Schwächen außerordentliche Vorteile auch ziehen kann. Es gibt wenig Menschen, die so sensibel sind wie die sogenannten Depressiven. Sie haben ja gelernt, dass man eigene Wünsche kaum aussprechen darf. Drum ist die Erwartung, man könnte Wünsche an den Lippen ablesen oder den Augen ablesen. Und die anderen würden von alleine merken, was man braucht. Depressive im charakterbedingten Sinne sind solche Geisterseher. Sie haben eine ungeheure Sensibilität, sich einzufühlen in das, was die anderen sagen möchten, selbst wenn sie es überhaupt noch nicht gesagt haben. Und sie sind Meister im Vorwegerfüllen der noch gar nicht ausgesprochenen Wünsche. Darin liegt eine außerordentliche menschliche Chance auch. Vorausgesetzt, man hat sich selber gefunden und ist mit sich selbst ein Stück im Einklang. Sprechen müsste ich dann noch ein Stück weit zum Dritten von den sogenannten endogenen Depressionen, wie die Psychiater sich ausdrücken. Wenn dieser Begriff wirklich stimmt, sollte man denken, es gibt depressive Zustände auch durch Stoffwechselstörungen im Gehirn, und wir hätten es zu tun mit einer rein medizinischen Form des Welterlebens, die nicht mehr psychologisch verstehbar zu machen, auch nicht psychologisch zu begründen ist, sondern die sich rein hirnorganisch erklärt. Ich habe große Zweifel, ob es das gibt. Aber wir müssten dann hinzufügen, die Depression ist dann gewissermaßen wie ein Schaukelerleben. Sie ist gebunden an das Gegenstück auch der Manie. Es sind Menschen, die die Depression immer wieder im Gegenstück erleben zu einer Enthemmung, zu einer Grenzenlosigkeit des Menschen. In der Manie ist alles möglich. Es gibt überhaupt keine Restriktion mehr. Es gibt auch keine Wirklichkeit mehr, die irgendeine Begrenzung für das eigene Erleben bilden könnte, sondern alles, was man möchte, ist schon die Wirklichkeit und man tut's. Dann irgendwann bricht das wieder zusammen und versinkt in schwersten Schuldgefühlen. Dann fühlt man sich wie in der Hölle, fühlt sich schuldig an der ganzen Welt. Auch so hat Rilke einmal gesagt. Und irgendetwas, man liegt nur noch im Bett, man kommt gar nicht mehr hoch. So schrieb Rilke auch mal, wer irgend weint, weint auf der Welt, der weint über mich. So empfinden Depressive in diesen Zuständen. Und auch dieses Hin und Her zwischen totaler Selbstentwertung und Selbststilisierung. Ein ganz frühes Gedicht Rilkes unter dem Titel Marie lautet so: Sie muss immer denken, ich bin, wer bist du denn, Marie? Eine Königin, auf die Knie vor mir, auf die Knie. Und weißt du auch noch wann? Eine Nacht. Und ich lief die Straße entlang und die Leute schauten so seltsam mich an. Denn das kann doch nur eine Königin, dass sie tanzt die Straße entlang. Da weiß ein Mensch noch, dass er eigentlich ein Königskind ist, aber er fühlt sich so vernichtet, dass das eine Wahrheit ist, die niemand anders anerkennen wird. Und wenn man auch nur versucht, sie ihm zu zeigen, ist man objektiv vollkommen lächerlich.
Wenn man sich vorstellt, dass Rilke versucht hat, das, was die Mediziner als Depression bezeichnen, wie einen objektiven Zustand so nachzufühlen, dann hat man die Chance und die Belastung dieses Zustands, den Jesus in einem kleinen Gleichnis therapieren wollte von Gott her. Das ist ein schöner erster Schlusspunkt. Lassen Sie uns nun etwas Musik machen nach dieser wundervollen Einführung. Und dann, meine Hörerinnen und Hörer, sind Sie wieder ganz herzlich eingeladen, mit Herrn Drewermann zu sprechen. Rufen Sie uns an. 30 20 00 20. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wenn Sie mit Herrn Drewermann reden wollen, rufen Sie uns an. 30 20 00 20. Herr Drewermann, bevor der erste Hörer kommt, es ist doch bemerkenswert, wenn Sie diese schwere Erschütterung, man dürfte auch sagen Krankheit, Depression gleichzeitig zu sehen vermögen, als eine Weise, menschlich zu sein, wie sie nur ganz selten vorkommt. In der Einfühlsamkeit, in der Tiefe des Empfindens, in der Großartigkeit der Sehnsucht und der Wahrnehmung. In alledem äußert sich ja ein Mensch auch gerade in dieser Krankheit als ein wundervolles Geschöpf von einer Zärtlichkeit und Einfühlsamkeit, wie sie in sich schon, selbst in den Tränen, wie Jesus mal sagt, selig zu preisen wäre. Ich glaube, dass Jesus im Neuen Testament ein ganz tiefes Verständnis für dieses Gefühl hat. Ich kann mir nicht anders denken, als dass er in der Welt, wie sie ist, sehr gelitten hat. In gewissem Sinne auch zerbrochen ist und darin gescheitert ist. Man muss nur sehen, den Faktor der Grausamkeit und der Gleichgültigkeit, mit der die Welt über Menschen hinweggeht, dann kann man den Standpunkt Jesu sehr gut verstehen. Der meinte, man muss in gewisser Weise die gesamte Geschichte, die gesamte Welt widerlegen. Das war sein Konzept von einem Reich Gottes, von dem er meinte, es sei zum Greifen nahe. Und dann stimmt es ja einfach, was wäre drum zu geben, wenn Menschen in dieser Welt noch weinen könnten? Was würde passieren, wenn unsere Politiker bei dem, was sie entscheiden, wenigstens ein Empfinden hätten für die Qual und die Tragik, die hinter dem steht, was sie gerade beschließen? Aber sie haben scheinbar immer ein gutes Gewissen. Sie marschieren immer über Leichen. Sie sind immer auf dem rechten Weg. Sie sind in gewissem Sinne skrupellos. Und es erreicht sie überhaupt nicht mehr, das, was sie anrichten, auf sich selber wirken zu lassen. So ist in gewisser Weise die Geschichte des ganzen 20. Jahrhunderts. Ja. Den Depressiven erscheint die Welt, wie wenn sie selber Zwerglein wären und neben ihnen die anderen wie mit gusseisernen Stiefeln darüber hinweggingen, ein Reich von Riesen, das sie nie begreifen würden. Aber Ihre Frage verstehe ich so, dass man ganz im Sinne Jesu das Große an den Menschen gerade in diesen vermeintlich Niedrigen sucht. Wir nennen groß in der menschlichen Geschichte Alexander den Großen, Napoleon, weiß der Kuckuck wen. Aber was ist denn eigentlich groß an diesen Massenmalern? Karl der Große, natürlich, er hat das Christentum durchgesetzt. Er hat Tausende von Menschen mit dem Schwert vernichtet, weil sie nicht seiner Reichsideologie, die er Christentum nannte, sich unterwerfen wollten. Er hat kulturellen Fortschritt gebracht. Kein Mensch bezweifelt das und hat den Grund zum Abendland gelegt. Aber wann hat er denn Mitleid gezeigt? Das wäre die wirklich christliche Frage. Wann hat er sich mal gekümmert um die Menschen, die er unter seine Füße trägt und drückt? So meinte Jesus, unter euch soll das nicht so sein, wie das die Großen machen. Sie herrschen von den Thronen herunter auf die Kleinen. Aber wirklich groß ist derjenige, der sich klein macht für die Kleinen, der mal Augen hat für das, was menschlich einfach stimmt. Und das tun die Depressiven eigentlich schon deshalb, weil sie es brauchen. Anders können sie überhaupt nicht leben. Wir müssen an der Stelle eine Pause machen. Wir haben einen ersten Hörer. Guten Abend, Herr Wolfgang. Ja, wunderschönen guten Abend. Ja, Herr Dr. Drewermann, also ich habe da ganz viele Assoziationen dazu und habe, also bei mir stelle ich es kontinuierlich fest,
Ich stehe morgens gar nicht auf, ich liege im Bett, ich drehe mich rum. Das wird Mittag, das wird 13 Uhr. Ich pule mich da irgendwie aus den Federn, wohl wissend, was alles irgendwie angesagt wäre. Nee, ich verweigere es einfach. Ich habe eine totale Blockade. Ich lehne es ab, aber ich lehne es in dem Moment nicht bewusst ab, sondern ich nehme für mich in Anspruch. Ich nehme es nicht in Anspruch. Es ist so ein Kreislauf, der, ich bin nämlich für mich in Anspruch, ein schon rational denkender Mensch, der es versucht auch ständig zu rationalisieren. Nee, mache ich nicht. Ja, Herr Wolfgang, ich höre das an Ihrer Sprache, dass Sie ein überlegender Mensch sind. Und ich glaube herauszuhören, dass Sie sich fast überlegen fühlen, wenn Sie es anders machen als die gemeinen Leute. Die stehen auf um 6 oder um 8 Uhr, Sie aber um 12 und um 1 Uhr. Ja. Ich frage mich natürlich, wogegen wehren Sie sich eigentlich? Wer ist der Kerl, der gesagt hat, dieser Herr Wolfgang muss aufstehen früh morgens und tüchtig sein? Also irgendjemanden wollen Sie doch boykottieren, oder nicht? Ja, sehr, sehr schön gesprochen. Nämlich dieses Tüchtigsein, dieses sich beweisen wollen. Ja, wer hat das verlangt von Ihnen? Ja, wer wollte, dass Sie tüchtig sind? Das frage ich mich halt eben auch. Wo kommt die Frage her? Wer verlangt es überhaupt von mir? Und auf wen kommen Sie dabei? Dann wiederum auf mich. Ja, ich verlange es von mir, dann streike ich aber dann doch wieder. Sie boykottieren in gewisser Weise sich selber, aber ich glaube, es gibt im Hintergrund, ich vermute in Ihrer Kindheit, jemanden, der morgens an Ihrem Bett stand, Ihnen die Bettdecke weggezogen hat und gesagt hat, los jetzt, zur Schule zum Beispiel. Oder in den Kindergarten. Unbedingt in den Kindergarten und Sie wollten überhaupt nicht. Ja, im Kindergarten war ich nie. Schule ist ein großes Drama gewesen. Drama? Ja, ging drunter und drüber. Bei einem Menschen, der so intelligent ist wie Sie, ist die Schule ein Drama. Wie kommt's? Ja, hat, denke ich, auch mit der Erwartungshaltung zu tun. Also, und wer hat da was erwartet? Ja, zum einen die Schule, zum anderen das Elternhaus. Über das Elternhaus? Eben, wer im Elternhaus? Die Lehrer, denen waren sie gleichgültig, glaube ich. Die wollten gar nicht viel von ihnen. Aber wer, Vater oder Mutter? Ja, dann doch wohl eher die Mutter. Die Mutter. Ja. Und wir müssten jetzt einfach mal gucken, wie sie mit der gelebt haben. Denn ich nehme an, Sie haben sie sehr geliebt. Ja, auch sehr gehasst. Wie sie angefangen hat. Eben. Ich habe gegen meine Mutter auch Prozesse gewonnen vor Gericht. Also wir waren da recht aktiv. Also so eine Art Hassliebe. Das heißt, Sie kämpfen heute noch mit Ihrer Mutter. Weil ein Teil davon ist im Grunde, denke ich, wenn Sie morgens im Bett liegen, dass Sie im Grunde sagen möchten, Mutti, hol mich doch heraus und lass mich mal der Mensch sein, der morgens einfach geborgen bei dir hätte schlafen können. Vielleicht rächen Sie sich heute noch für die Mutter, die das nie vermittelt hat. Sie dürften einfach frei und gratis auf der Welt leben. Ja, die Frage ist, wie ist die Hürde zu nehmen dann in dem Moment? Und der Moment, der ist für mich recht aktuell, akut. Meine Mutter ist verstorben. Ja. Der können Sie gar nichts mehr beweisen. Also insofern wäre es längst dran, dass Sie sich fragen, und was wird jetzt aus meinem Leben? Die Mutter existiert schon gar nicht mehr. Außer in Ihnen selber, da ist sie natürlich sehr lebendig. Tja. Nur der Umgang am nächsten... Ich frage mich, wie können Sie heute das, was Ihre Mutter Ihnen nicht gegeben hat,
ein Stück sich selber geben. Im Prinzip versuchen Sie das ja, wenn Sie mittags um eins erst aufstehen, ist das ja so, wie wenn ein kleines Kind erstmal durchschläft und nimmt das Bett für seine Mutter. Ich denke, Sie müssen sehr, sehr einsam sein. Ja, die Einsamkeit, die ist relativ. Ich wohne im Haus, habe viele Nachbarn, zu denen ich Kontakt habe. Kann auch hingehen und mal klingeln oder so. Funktioniert auch. Ne? Also es ist nicht so, dass ich absolut isoliert wäre. Nee, ja. Aber es geht nicht tiefer. Es gibt kein wirkliches Gegenüber, denke ich mal. Es geht nicht in die Tiefe, das ist wohl richtig. Ja. Ich denke mal, Sie haben so viel an Reflexivität, an innerer Auseinandersetzung. Sie liegen gar nicht ja nur tot im Bett, sie träumen vor sich hin, sie überlegen, wie ihr Leben war. Wäre es nicht möglich, Sie könnten alles mal so, wie Sie es jetzt versuchen, mit dem Telefonat, mit irgendjemandem in Ruhe durchgehen, dass man das zu zweit mal überlegt, wie sind Sie groß geworden, wie hat Sie Ihre Kindheit geformt bis heute? Und wie bekommen Sie eine Alternative dazu? Wie ist es möglich, aus der Hassliebe rauszukommen? Denn die übertragen Sie ja auch auf sich selber. Sie verwöhnen sich total und boykottieren sich total. So kommt überhaupt nichts dabei rum. Wie kann man eine fruchtbare Alternative finden? Ja, der Aspekt ist interessant. Hätte ich auch wieder zwei Einwände. Will ich aber jetzt gar nicht anbringen. Nee, für mich wäre, glaube ich, wirklich zu wissen, an wen kann ich mich wenden. Also dieses Telefonat ist wirklich jetzt nicht so aus Jux und Dallerei oder so gewesen. Nee, hat ein Freund von mir ausgelöst letztendlich. Und na, ich würde schon so definieren, ich bräuchte schon am nächsten, übernächsten oder was weiß ich was, nächste Woche, ich bräuchte schon konkrete Anlaufstellen. Ja. Sie brauchen dringend jemanden, um richtig mal zu reden. Nicht so ein Nachbarplausch bei Bier und Fernsehen, sondern intensiv mal. Ich kenne mich in Berlin nicht genug aus, aber es gibt die offene Tür. Da sitzt der Longard zum Beispiel. Und wahrscheinlich Fechtlerstraße ist das in Berlin. Ist da eine Möglichkeit? Herr Wolfgang, rufen Sie doch, legen Sie doch gleich auf und rufen dann nochmal an, dann kriegen Sie von der Redaktion die Adresse und die Telefonnummer. Ja, mache ich doch. Gut. Prima, danke. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Schmidt. Ja, guten Abend, Herr Drewermann. Ich habe schon einmal vor, bestimmt schon gut ein Jahr oder anderthalb Jahre vielleicht, mit Ihnen gesprochen, dass über meine kaputte Ehe mit einem Alkoholiker, den ich zum 40. Geburtstag meines Mannes wieder getroffen habe und wo wir mal nach vielen Jahren ruhig nebeneinander sitzen konnten und dass darum geht es jetzt aber nicht nur, ich wollte mich damals für Ihr Gespräch bedanken, weil ich zum Schluss ein Gedicht vorgelesen habe und darauf hat sich eine Hörerin aus Frankfurt-Oder gemeldet, mit der ich jetzt telefonisch sehr befreundet bin. Wir haben bloß beide nicht so viel Geld, ständig zu telefonieren. Das wäre ein Mensch, der auf gleicher Seelenbasis mit mir liegt. Ich war heute beim Neurologen. Ich kriege immer so Depressionen. Es hat mich jetzt auch sehr berührt, was der Herr vorher gesagt hat. Ich habe vor 10 Jahren meine Mutter, die ich 45 Jahre gepflegt habe. Ich hatte dazu den Alkoholiker als Mann, zwei Kinder, die ich großgezogen habe, immer noch gearbeitet. Und ich habe mir immer gewünscht, nach dem Tod deiner Mutter wirst du mal anfangen zu leben. Und das Gegenteil ist passiert. Ich bin völlig physisch und psychisch zusammengebrochen. Das ist jetzt zwar 10 Jahre her. Ich hatte viele Freunde und Bekannte, weil ich immer, genau wie ich für meine Mutter da sein musste, war ich immer Ansprech- und Anlaufpartner für andere Menschen und ich habe mich selber dabei vergessen. Inzwischen bin ich 66 und jetzt habe ich wegen meiner hohen Telefonrechnung, habe ich mal gesagt, warum rufst du immer mal an? Sollen doch mal andere anrufen, ja? Und jetzt bin ich fast vereinsamt, weil ich nicht leiden kann,
so lapidare Gespräche einfach zu führen. Ich möchte so ein bisschen nach innen gehen und nicht, dass sich die Leute über einen Streit im Fernsehen zwischen Thomas Gottschalk und Götz George, den ich für einen großen Schauspieler halte, streiten, oder ob Joschka Fischer nun kein Oberhemd hat, sondern Pulli zu einer Sitzung trägt. Das ist mir alles zu oberflächlich und da werde ich jetzt ein bisschen kultisch. Und ich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, schreibe ich einen Zettel, ich bin gleich fertig, an meine Schutzengel, denn ich bin schon 2-3 Mal gerettet worden aus sehr schwierigen Situationen, wenn ich Schmerzen habe, und ich schreibe einen Zettel an meine Schutzengel, dass nur, dass ich morgens ohne Schmerzen aufwache, dann klappt das auch. Und am 4.10. habe ich zum Beispiel geschrieben, um 3.45 Uhr, helft mir, einen Menschen zu finden, der mit mir auf der gleichen Wellenlinie liegt, damit ich mich gedanklich austauschen kann und wieder froh werde. Danke, Amen. Ich ersticke an ungesagten Worten. Ich möchte mich austauschen, aber da gibt's nichts. Ich habe schon so vielen Menschen geholfen und jetzt sind Tanten mit mir böse, weil ich nicht, ich habe auch etwas Angstzustände durch einen schweren Unfall, eine Stunde irgendwie nach zum Märkischen Viertel in Berlin zu fahren, da nehme ich schon eine Beruhigungstablette, dann wird nur über die Vergangenheit gesprochen, nichts, alles, was ich schon auswendig kenne, keiner interessiert sich, wie ich mich wirklich fühle, und ich habe mich jetzt etwas verweigert und habe Menschen gefunden. Ich bin allein, ich bin nicht einsam, ich kann lesen, ich höre Musik, aber ich bin, schlafe mitunter morgens um 8 ein und wache, muss ja irgendwie schlafen und will nichts einnehmen und wache um 2 oder 3 auf, und wenn andere schon Kaffee trinken, frühstücke ich erst, und da sage ich mir, mein Leben ist so auf die Dauer nichts mehr wert. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, aber im Moment bin ich am Ende. Ja, ich denke, Sie tun eigentlich das wirklich Richtige, nämlich, dass Sie Kontakte suchen auf einer Ebene, wo Sie sich verstanden fühlen und aussprechen können, und dass das dringend nötig ist. Vor allem glaube ich, dass Ihre Bilanz nicht aufgeht. Sie haben so viel für andere getan, für Ihre Mutter, für Ihren alkoholkranken Mann, für meine Kinder, für Ihre Kinder, und nun kommt es nicht zurück. Vielleicht an der Stelle ließe sich etwas verbessern, womöglich, nämlich, dass Sie sehr viel früher sagen würden, was Sie brauchen, was Sie konkret möchten, im Augenblick, wenn Sie mit jemandem sprechen, sonst läuft am Ende viel zu viel auf und dann ist die Rechnung viel zu groß. Die anderen kriegen dann Schrecken und denken, die Frau Schmidt, was die will, können wir gar nicht geben. Dabei wollen Sie gar nicht viel. Sie möchten, dass jemand Ihnen zuhört, dass jemand mit Ihnen spricht über Dinge, die wirklich wichtig sind. Wichtig, ja. Ja, das, von den Äußerlichkeiten weg, erstmal um den Austausch von Gefühlen geht. Und dann vor allem im Nahbereich. Das muss ja nicht unbedingt eine Frau in Frankfurt oder sein, sondern vielleicht... Sie es hinkriegen, mit Menschen, die Ihnen wirklich begegnen, im Konkreten das zu tun, was Sie jetzt telefonisch versuchen. Und ganz wunderbar können, einfach von sich so zu sprechen. Ich bin überzeugt, die anderen würden von alleine zuhören. Das ist ja, man ruft mich aber meistens nur an, wenn man Sorgen hat. Und gestern habe ich zu einer Freundin gesagt, die in Braunschweig eine ganz belanglose Sorge, die hat sich mit jemand verabredet, ist aber nicht gekommen oder hat sich nicht mal gemeldet. Und da habe ich mal gesagt, wie ich mich eigentlich fühle, ach, sagst du, entschuldige bitte, es tut mir leid, ja, aber dann wird auch aufgelegt. Es wird nicht gefragt, warum es mir schlecht geht, wissen Sie, ich bin so an, man ruft mich sogar aus der Schweiz an, ich habe so, leider Gottes, deshalb habe ich auch ein ziemlich schweres Leben, das sage ich ungerne immer einen Menschen, der so christlich eingestellt ist wie Sie, ich habe eine tiefe Liebe an Gott, ich finde, Gott ist nicht da oben, sondern ist in jedem Menschen, und jeder ist ein Teil Gottes, aber jetzt habe ich so ein machen bisschen Sie den... Doch mal
den Faden ja, Sie doch mal, verloren. Ich habe, machen Sie doch mal einen Vorschlag, Frau Schmidt. Das eine ist klar, jeder Mensch, der Sie ein Stück versteht und lieb hat, ist wie so ein Engel, der in Ihr Leben kommt. Und auch ein Stück von Gott. Aber wie vermeiden Sie es, dass aus Ihrem Leben eine Einbahnstraße wird, indem Sie ständig für die anderen da sind, aber es kommt viel zu wenig zurück? Also wie kriegen Sie es mal hin, Menschen zu finden, mit denen Sie über sich selber reden können? Mit dem Gefühl, das wird nicht abgewehrt, sondern ganz im Gegenteil. Dass Sie nicht, ich glaube, Sie haben das sehr gelernt, schon im Umgang mit Ihrer Mutter und mit Ihrem Mann und Ihren Kindern, für die anderen da zu sein. Das funktioniert ganz wunderbar. Ich kann auch gut kommunizieren, ich kann mich gut austauschen, ich schreibe jetzt auch mein Leben auf, aber in dem Moment, wo ich anfange, jetzt, wo ich dabei bin, meinen Mann kennengelernt zu haben und über meine Ehe zu schreiben, verweigere ich mich einfach. Da habe ich noch nicht die Kraft darüber. Ich wollte mal mein Leben für meine Kinder aufschreiben, ja. Ich habe so viel, könnte so viel zu tun haben. Ich wohne nur in einer Einzimmerwohnung, aber ich habe nicht mal die Kraft, im Moment Staub zu saugen, ja. Ich, wenn ich mir Essen koche, dann sitze ich davor, ich kriege nichts runter. Ich bin, mein Hals ist wie zu, ja. Ich bin jetzt im Moment, ich weiß nicht, wie ich einen Menschen finden soll, ja. Dass sie oft sich gar nicht selber wert sind, überhaupt zu kochen und für sich was zu tun. Es ist wirklich ganz, ganz entscheidend im Moment, wie sie Kontakte kriegen mit Menschen, bei denen sie ganz sicher sein können. Die wollen ihnen zuhören, die begleiten das, was sie empfinden. Und in gewisser Weise versuchen sie es ja auch, indem sie ihre Biografie aufschreiben und zu Papier bringen. Es ist ja das unbewusste Suchen danach, jemand liest das einmal, jemand schaut sie an mit ihrem Leben. Ja. Und sowas muss es geben. Sowas muss es geben, nicht erst in Frankfurt. Oder ist schön, wenn es da jemand gibt. Ja, ich habe auch eine, das muss ich näher eine gute Kollegin, die arbeitet, aber den ganzen Tag ist verheiratet. Die ruft jedes Wochenende mal an, ja. Die sagt, ich soll was dagegen tun, ich soll dann eben mal eine Nacht nicht schlafen und ich kriege immer so gute Ratschläge, es gibt wirklich nichts, was ich in 10 Jahren nicht ausprobiert habe und das klappt auch meistens, aber ich bin gewohnt, um 2 Uhr erst einzuschlafen und dann um 10 Uhr vielleicht aufzustehen, aber jetzt liege ich dann von 1 bis 5, 6, 7 wach, ja. Und das ist so quälend. Und wenn ich dann einschlafe und aufwache, dann denke ich, dann wird es ja schon beinahe wieder dunkel. Das macht mich total verzweifelt, ja. Und also ein bisschen kann man daran vielleicht verbessern, Frau Schmidt. Das ist möglich. Zum Beispiel, Sie empfinden das nicht einschlafen können gleich in 1, 2 Stunden gar nicht so als Folter, sondern Sie sind das ja gewöhnt. Ja, ich lese dann auch etwas, aber man kann 5 Stunden in der Nacht, ich habe einen beginnenden grauen Star, ich kann nicht mehr so lange lesen. Ja. Ich kann auch nicht plötzlich... Für mich ist das ein ganz großes Hilfsmittel, zum Beispiel Hörspiele zu hören. Man kann die irgendwo in der Audiothek, in der Medienbildstelle, in der Buchhandlung oder Bücherei ausleihen oder einkaufen. Solche Dinge ziehen das Nachdenken über sich selber ein Stückchen weg. Und dabei schlafe ich wunderbar ein, wie ein Kind, dem man eine Geschichte erzählt. Also Sie meinen, also ich habe mal Angst, das hört der Nachbar, wenn ich, also dass ich das, nein, ich könnte ja auch, es gibt ja nachts auch Musik und Radio, aber ich bin manchmal auch so, dass ich die totale Stille brauche, dass ich mich in der Stille wohler fühle als in einer Geräuschkulisse, ja? Ja. Also man kann ganz sicher nicht schlafen, wenn man sich sagt, ich muss jetzt schlafen. Insofern ist schon viel wert, wenn Sie das entkrampfen und nicht unbedingt darauf bestehen, sondern wie Sie sagen, dass Sie lesen oder hören und wenn es der Nachbar mitkriegt, der soll ordentlich pennen selber. Also da wäre ich nicht ganz so rücksichtsvoll. Nur, wie finden Sie jemanden, mit dem Sie sprechen können und setzen das fort, was Sie hier begonnen haben? Sowas muss es geben in Berlin. Ja, vielleicht meldet sich einer aufgrund meines Gespräches. Nein, Frau Schmidt, ist noch einfacher. Rufen Sie gleich nochmal an. Auch da hat die Redaktion eine Menge Adressen, die sie Ihnen dann geben wird. Ich habe zum Beispiel... Dankeschön. Auch, das wäre sehr lieb von Ihnen. Dankeschön. Und wir haben einen weiteren Hörer. Guten Abend, Herr Reimann. Ja, guten Abend. Ich habe dem Gespräch, guten Abend beiden, auch Raymond Trevermann, dem Gespräch der Frau Schmidt sehr interessiert zugehört. Fast viele der Punkte, die sie erwähnte, treffen auch auf mich zu. Ich bin
76 und seit knapp anderthalb Jahren ein Witwer. Und seit der Zeit bin ich krank und in ärztlicher Behandlung, viel Depressionen, nicht schlafen, nicht essen, genau wie die Frau Schmidt das zum Teil eben auch beschrieben hat, ja. Und Ihnen fällt die Frau ganz furchtbar, die Sie jahrelang an Ihrer Seite hatten. Bitte? Ihnen fehlt die Frau, die Sie jahrelang an Ihrer Seite hatten, furchtbar. Ganz und gar. Meine Frau war 40 Jahre Krankenschwester, immer für andere da, zum Schluss auch im Bethesda Krankenhaus in Berlin. Und ich war immer der kranke Mann, sie war immer die gesunde Frau. Ich habe drei schwere Magenoperationen durch den Krieg hinter mir. Die letzte hatte auch mir ein Drittel Magen entfernt. Und habe auch in den letzten 6 Jahren keine Tablette mehr gebraucht. Sie können sich vorstellen, was das für mich bedeutete. Dann habe ich meine Frau zu Hause gepflegt, die urplötzlich krank wurde. Und sie starb an Leberkrebs, obwohl sie keine Säuferin war. Das kann ja kaum, wie Sie wissen, eine 40-jährige Krankenschwester, 40 Jahre im Dienst stehende Krankenschwester, im Schichtdienst nicht erlauben. Und nachdem ich diese Pflege hinter mir hatte im Haus, das Krankenhaus hat gesagt, auf Wiedersehen, machen Sie sich bitte noch ein paar schöne Tage, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Das war schon für mich wie ein kleiner Schock. Können Sie mich verstehen in dem Moment? Ich war immer der Kranke, sie war immer die Gesunde. Ja. Und von da ab, fast 50 Jahre lang krank, allein schon durch die Kriegsfolgeschäden. Ja. Und haben in ihrer von Frau Russland, den vom Menschen Russland, gefunden? Von Russland, vom Kaukasus an hatte ich Ruhe und dreimal, wie ich sagte, die Operation. Ja. Ich habe sogar meinen Krebs überwunden. Und habe sechs Jahre keine Tablette mehr gebraucht. Ich pflegte dann meine Frau in der Wohnung, weil das Krankenhaus nicht mehr helfen konnte. Und als meine Frau, das war Ostern vergangenen Jahres, sie wurde dann genau 56 Jahre, Entschuldigung, 65 Jahre, einen Tag danach 65. starb meine Frau. Und ich habe nun seitdem so schwere Depressionen. Blutdruck durcheinander. Meine Ärztin hat mich sogar ins Krankenhaus eingewiesen im vergangenen Jahr, um mir sich selbst und mir eine Hilfe zu geben. Der Blutdruck spielt verrückt. Die Depressionen sind schlimm. Ich habe nach langen Jahren auch mit der Schilddrüse etwas wieder mit dem Magen, Herz und Arterie nicht. Seit diesem Vierteljahr auch wieder einen neuen Wirbelsäulenschaden. Gut, es geht auch. Und ich lebe nur von Tabletten, kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich bin sehr depressiv und ich muss, so wie die Frau sagt. So würden Sie sagen. Ich koche und stelle es hin und kann nicht mehr essen, nicht? Ja. So würden Sie sagen, Herr Reimann, weil das, was Sie erleben, körperlich ist im Grunde Ausdruck Ihrer Seele. Ich bin nervlich und selig am Ende. Was würden Sie mir sagen? Ja. Ich bin kein Einzelmensch. Darf ich das noch einmal sagen? Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, bitte. Gut. Ich war 45 Jahre im Warenhaus tätig. Nur mit Personal in leitender Stellung. Nur mit Kunden, immer im Gespräch. Keiner hat mich böse, heute noch nicht im Umkreis beachtet. Und mir fehlt jeder Kontakt und ich bin nicht kontaktarm. Ich wohne in Britz und bin mit dem Bezirksamt hier gut bekannt, mache Tagesfahrten und muss manchmal abbuchen, nehme auch die Kosten in Kauf. Ich kann manchmal, wie die Frau sagte auch, nicht vor 11 und 12 aus dem Bett. Und nun höre ich aber gerne zu. Was würden Sie mir raten und empfehlen? Ja. Herr Reimann, raten ein schwerer Fall, ne? Überhaupt nicht. Raten in dem Sinn kann ich überhaupt nicht. Ich kann Ihnen Ihre Frau nicht wiedergeben. Die war ihr ganzes Leben, wenn ich Sie recht verstehe. Seitdem Sie aus dem Krieg sind, war diese Frau Ihr Halt, Ihre Stütze, Ihre Begleitung, der Mittelpunkt Ihres ganzen Daseins und der nun fehlt. Wie wollen Sie leben,
nachdem alles weggeräumt ist, wofür sich zu leben lohnte. Ich weiß es jetzt nicht anders, als dass Sie allenfalls versuchen können, in ganz kleinen Schritten ein Stückchen noch zu sehen, was bleibt für Ihr eigenes Leben an Wert übrig. Natürlich werden Sie jeden, den Sie treffen und der sich auf Sie einlässt, vergleichen mit der Frau, die Sie gehabt haben und feststellen, es gibt keinen Ersatz. Es gibt auf der ganzen Erde keinen Ersatz für das, was Ihre Frau gewesen ist. Und dennoch gibt es Sie selber. Sie deuten das ja gerade an, Sie waren nicht nur der kranke Mann, den Ihre Frau gepflegt hat, Sie waren auch der Mann, den Ihre Frau geliebt hat und für den sie alles das gemacht hat. Und ich denke, diese Entdeckung werden andere auch machen können. Wer Herr Reimann eigentlich selber ist, er ist krank, er hat vieles hinter sich, aber es gibt ihn. Und er hat eine Menge bedeutet für eine Menge von Leuten. Wie Sie das jetzt eingesetzt kriegen, gewissermaßen auf ganz kleiner Münze. Ihre Frau, wenn Sie so wollen, waren 1000 Markscheine, aber Ihr Leben jetzt, das geht in 5 Markstücken und 10 Markscheinen. Meinen Sie es wirklich? Viel niedriger. Ja, gut. Dann hat sich das Gespräch, also mit Ihnen doch gelohnt, ja. Ja, wie Sie Kontakte hinkriegen, die nicht Ihre Frau im Hintergrund jetzt wiederholen lassen, aber ein bisschen Zufriedenheit schaffen können. Ja. Gespräche, die auf kleinerem Niveau ein bisschen Gemeinsamkeit bringen können. Ja. Zum Beispiel, was Sie hier versuchen, dass Sie alles mal erzählen. Sie haben das ja nur angedeutet. Ja. Was war im Kaukasus? Wie haben Sie gelebt? Was war Ihr Beruf? Was war Ihre Biografie? Das war ein Roman. Ich habe einen Roman. Zu erzählen. Ich habe einen Roman Ja. Und den zu erzählen mit Leuten, die Ihnen zuhören. Gut. Ich kann mir das unglaublich spannend vorstellen. Machen Sie es doch einfach. Es sagen mir auch viele, mit denen ich im Bezirksamt bei Veranstaltungen zusammenkomme. Aber Sie hören alle wenig zu, wissen Sie, Herr Pfarrer, das ist meine, leider. Ist das Problem. Ja. Aber Sie können auf eine Weise sprechen, da muss man Ihnen zuhören. Weitermachen. Und dann übrigens wird es weitermachen. Es wird eine Menge Leute geben, denen auch Sie zuhören können. Weitermachen. Ja, die das Ähnliches mache ich auch. Erlebt haben. Ja, ich kapsel mich nicht ab. Dass das hin und her geht. Ich bin bloß zu schlapp, zu depressiv, auch wie die Frau das vor mir sagte, die Frau Schmidt, Dass also, Sie so oft müde sind, das verstehe ich sehr. Ja. Also. Und kaum hochkommen. Weitermachen. Und das weitermachen, Weitermachen. Danke. Und dass die Nachmittage mehr Leben sind als die Vormittage oft. Ja. Dass Dankeschön. Der zweite Teil, wenn die Sonne sinkt, Ihre Zeit wird. Nicht, wenn sie aufgeht, das ist hinter Ihnen. Wir haben Dankeschön, noch viele Hörer. Dankeschön, Herr Reimann. Wir haben noch viele Hörer und deswegen bitte ich um Verständnis, wenn die künftigen Anrufer sich etwas begrenzen müssen. Sonst können wir den nachfragen, das werden wir sowieso nicht schaffen, aber sonst können wir überhaupt nicht entsprechen. Wir haben einen weiteren Hörer. Guten Abend, Herr Otto. Guten Abend. Guten Abend. Herr Drewermann, ich hatte schon mal mit Ihnen gesprochen. Und da hatte ich Sie gefragt, wie Sie das schaffen, einfach, sagen wir mal, als derjenige, der Pfarrer oder Pastor ist, das zu machen. Das hatte ich Sie schon mal gefragt. Herr Otto, sprechen Sie etwas lauter? Oh, Dann kann ich die Muschel ein bisschen näher nehmen. So ist sehr viel besser. Mhm. Ja, ja, danke schön, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich hatte Herrn. Was wäre Ihre Frage jetzt, ja? Ja, den Herr Eugen Drewermann, der sehr gute Bücher geschrieben hat, mit Inhalt. Och, das ist natürlich eine ganze Menge, was da abläuft. Aber der Herr Eugen Drewermann ist verhaftet in einem Bereich des Katholischen. Da hatte ich schon mal gefragt, wie er das verkraftet.
Das möchte ich als erstes wissen. Sind Sie bitte Sie so lieb wollen, und sagen da was. Ja, wenn Sie so wollen, miserabel durch die Mischung. Katholisch bin ich gerne. Katholisch heißt auf Griechisch so viel wie universell oder global. Dann einverstanden. Dass es keine Grenzen, dass es keine Grenzen gibt für Menschlichkeit. Das bin ich gern. Aber wenn es nun heißt, und so verstehe ich Ihre Frage, es soll römisch zugehen, sozusagen wie unter den Kaisern von Augustus bis Nero, dann wird es schwierig für mich. Das kann ich nicht. Und da sehe ich auch einen Widerspruch in der Kirche, nach der Sie im Grunde fragen. Richtig. Ich bin in dem Sinn nicht Pfarrer, als ich in Funktion jetzt dieser römischen Institution mich verstehe, sondern ich möchte für Menschen da sein und wenn es gelingt, Brücken zu bauen zu einem Vertrauen, das über Abgründe hinwegführt, das Menschen mit sich selber verbindet und mit anderen. Dann nenne ich das priesterlich oder wie man auch immer das ausdrückt. Ja, verstehe. Das ist für mich eine religiöse Funktion. Ja. Und das bin ich gern. Ja, und da also habe ich brauch, noch... Hm? Ich brauche da keinen Bischof für, der dahinter steht. Nee, der will es ja nicht. Gut. Sie kennen meine Geschichte soweit. Jawohl. Da sind wir passé. Ja, da habe ich aber die Frage, weil ich das von Herrn Fliege habe. Da gab es eine 82-jährige alte Dame, die hat gesagt, fang nicht an aufzuhören. Da habe ich mir gedacht, Mensch, was ist das, wenn es um Drogen geht? Fang nicht an aufzuhören, hör nicht an anzufangen. Das hatte... So, noch, beim letzten Mal. Nochmal, also, ich krieg das jetzt inhaltlich nicht mit. Da war eine 82-jährige Frau, die hat den Pastor Flieger angerufen. Eine 82-jährige Frau, die hat den Flieger angerufen und hat gesagt, fang nicht an aufzuhören. Also. Wem? Dem Flieger? Nee. Der soll weitermachen. So als Sinn. Als Sinn und hör nicht an aufzuhören. Anzufangen. Mhm. Hör nicht auf. Fang nicht an aufzuhören, ja. Ja. Und wie kommen Sie jetzt auf die Drogenproblematik dabei? Ja, zum Beispiel, wenn ich das nehme, fang nicht an aufzuhören, was die Drogen anbetrifft. Ist doch eine Katastrophe, das Programm. Ja, ganz absurd. Ja. Finde ich auch. Ich glaube, die alte Dame wird sehr wahrscheinlich zuhören. Und, da habe ich Schwierigkeiten. Der möchten Sie helfen und sagen, ja, bitte. Der möchten Sie eigentlich jetzt um drei Ecken rum sagen, Mensch, hör unbedingt auf. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es um alte Ecken, Leute gibt mit 82. Ganz klar. 80, ganz klar, ja. Ja. Also hoffen wir, sie kriegt das mit. Ihr Wunsch wäre, also jetzt mal ganz im Allgemeinen gesagt, wenn eine alte Frau mit 82 uns heute Abend zuhört und drogenabhängig ist, sei es vom Alkohol oder von sonst was. Die hat nur den Spruch durchgelassen. Ja, aber der wäre ja auch im Zweifelsfalle anders zu verstehen, nicht? Oder? Ja. Man könnte ihn ja doch, ich meine, wenn Sie ihn auf Drogen beziehen, da haben Sie vollkommen recht, aber darauf hat die alte Dame es ganz sicher nicht bezogen. Sie wollte es wahrscheinlich als Ausdruck wissen eines Mutes zum Leben. Jawohl, nicht? Ganz Gib klar. Niemals den ganz Mut klar. auf für dieses Leben. Ja. Und ja. da könnten wir doch zustimmen. Ja, richtig. Schönen Dank. Also sagen wir, mit allem, was am Leben vorbeiführt, sollte man möglichst schnell aufhören. Und allem, was ins Leben reinführt, möglichst bald anfangen. Ist das ein Beschluss, Herr Otto? So ist richtig. Danke Ihnen. Dankeschön, Otto. Mhm. Dankeschön. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Schulz. Hallo, guten Abend, Herr Dr. Drewermann. Ich möchte noch mal auf den Anfang der Sendung zurückkommen. Und ich hoffe, dass ich Sie richtig verstanden habe, wenn Sie meinten, dass Glaube und Religiosität
und auch depressives Verhalten einander nicht ausschließen, vielleicht fast zusammengehören. Ich spreche da von mir selber. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und habe aber auch Situationen, wo ich ganz fürchterlich depressiv bin und ich komme innerlich damit manchmal nicht klar. Denn wenn man einen tiefen, echten Glauben hat, schließt das eigentlich die Hoffnung, die man daran knüpft, schließt eigentlich aus, dass man sehr depressiv wird in diesem Leben. Ich kann es nicht immer miteinander vereinbaren. Und ich glaubte, dass ich Sie so verstanden habe, dass das aber ganz normal ist. Stimmt das? Es stimmt ganz sicher, Frau Schulz, dass ich Sie nicht verurteilen würde, wenn Sie sagen, trotz meiner Frömmigkeit und trotz all meines Bemühens gibt es Zustände, wo ich mich sehr hoffnungslos und dunkel fühle. Ja. Weil ich nicht der Meinung bin, das Christentum oder die Theologen hätten ein Recht, den Menschen zu sagen, Glauben, das ist das rheinische Naturell, man hat keine Probleme, das Leben ist leicht, es ist ein einziger Frühling. So ist es doch überhaupt nicht. Gerade Menschen, die ein Stück sensibler sind, fühlen, wie gebrochen diese Welt ist und wissen oft nicht weiter. Ja. Oft bin ich sogar misstrauisch denen gegenüber, die immer schon im Voraus wissen, wo es lang geht. Ja. Die Depressiven wissen das nie. Die hoffen, dass sie gerade im Moment noch eine Lösung finden, um davon zu kommen. Ja. Und so stelle ich mir ihr Lebensgefühl vor. Ja. Da braucht man Gott eigentlich jeden Moment, sonst wüsste man gar nicht, Atem zu holen. Nur eines möchte ich noch dabei sagen, sogar ich kenne eine Reihe von Leuten, die fühlen, wenn sie vor allem in das geraten, was wir eingangs endogene Depression nannten, sich auch von Gott total verlassen. Ja. Und es gibt kaum Worte, die diesen Zustand noch zu erreichen vermögen. Ja. Da möchte ich sagen, mindestens wenn man darüber hinaus ist wieder, man kann doch denken, es gibt die Sonne, auch wenn die Wolken sie verfinstern. Es gibt die Sonne, auch wenn sie in die Nacht getaucht ist. Es wird den Sommer geben, auch wenn wir jetzt erstmal in den Winter hineinschreiten. Und ich glaube, man muss mitunter an den Tag sich orientieren, wenn man durch die 12 Stunden der Nacht wandert. Aber ich gebe Ihnen zu, wenn man sich sehr am Boden fühlt, kann man nicht mehr nach oben gucken und sieht den Himmel nicht mehr. Ja, das ist möglich und man muss es sich unter Menschen zugeben. Das ist nicht ein Zeichen von Glaubenslosigkeit. Ich habe das nie so verstehen können. Die Theologen kommen dann ja und sagen, du hast den Glauben verloren, du bist schuldig, weil das ist das Allerschlimmste, du bist kein gläubiger Mensch mehr. Ich denke, es muss Spielräume auch geben, der Zerbrochenheit von Menschen beizustehen. Das alles muss es geben dürfen. Ja. Obwohl wir es niemandem wünschen. Ja. Aber es wird leichter, wenigstens, wenn man sich nicht noch schuldig fühlt dafür. Ja, wissen Sie, Ihre Worte helfen mir sehr, denn das ist mein Problem, dass ich trotz meines sehr tiefen Glaubens mitunter so depressive Zustände habe, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen soll. Ich persönlich betrachte das innerlich als Widerspruch, aber ich kann es nicht ändern. Es ist beides absolut da. Ja, das ist alleine schon sehr viel, dass Sie versuchen, sich mit diesen Momenten von Traurigkeit, von Niedergedrücktheit, von Sinnlosigkeit, Aussichtslosigkeit zu akzeptieren. Natürlich würde ich gern mit Ihnen überlegen, was den Eindruck machen kann. Mitunter ist es ja so, man steht morgens auf und es scheint wie ein Riesenberg vor dem Fenster zu liegen. Ja. Man kann ihn nicht wegzaubern, nicht wegschaufeln, auch nicht drüber hinwegsteigen. Er raubt nur jedes Licht und er wirft einen tiefen Schatten ins Fenster. Ja.
was das konkret in Ihrem Leben ist. Wahrscheinlich gibt es bestimmte Anlässe oder das Auslöser. Menschen, die so sind, die das schaffen, Sie ja. Bestimmte ja. Personen schaffen ja, Sie. Ganz sicher, ja. Ja, so ist es. Auf die Sie eigentlich die Wut haben. Wut habe ich nicht, das kann ich nicht haben. Nie, weil Wut haben Sie nie. Nein, stattdessen weil Depressionen. Depressionen stattdessen, ja. Ja, so ist es. Stattdessen, ja. Ja, ja. Das ist, man denken könnte, Sie sind im Grunde passiv und wie ja. leer, weil ja. wenn Sie es nicht wären, wäre eigentlich was los. Da könnte eine Bombe platzen. So ist es, genau so ist es, ja, ja. Und dann ja. sollten wir doch mal überlegen. Ich denke, Ihre Wut oder Ihr Ärger, Ihre Enttäuschung, was auch immer, wäre oft gar nicht so unberechtigt, wenn sie sich nur aussprechen ließe. Wir haben anfangs so klug gesprochen von oralen Gehemmtheiten, von den Schwierigkeiten, mit dem Mund sich auszudrücken. Ja. Aber das ist es doch. Genau das ist es doch. Wir kriegen sie gesagt, was sie ärgert. Und nicht erst als Bombe, sondern als Knallerbse sozusagen, weil wenn es noch nicht gefährlich ist. Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Das ist, ja, da haben Sie recht. Das ist mein Problem. Ich sage ganz selten was und wenn, dann ist es mehr eine Bombe als eine Knallerbse. Ja, ja, dann kann man es auch schon wieder gar nicht sagen, weil es kaum passend ist. Weil, ja. Also wie Sie das versuchen könnten, vielleicht, ich nehme mal an, die anderen Leute, auf die Sie sich mitunter beziehen, wollen sie nicht bewusst ärgern, sondern die tun einfach Dinge, die passen überhaupt nicht für sie, aber das merken die anderen nicht oder viel zu spät. Ja, das mag sein, ja. Und noch besser, sie würden sogar ihre Wünsche sagen, nicht erst, wenn sie enttäuscht sind, sondern noch viel früher, was sie im Grunde mögen könnten. Die meisten Menschen erfüllen Wünsche viel lieber, als dass sie sich anhören, wie jemand enttäuscht ist, weil er nicht gekriegt hat, was er wollte. Ja, das also Ärger ist die zweite Stufe. Ja. Die erste wäre noch ein Stück vorverlegt. Ja, ganz schwierig. Wünsche, haben Sie recht, das ist ein Problem für mich, ja. Das stimmt. Es ist ein Problem, das auch so leicht gar nicht zu bewältigen ist. Ja, das stimmt. Ja. Da haben Sie recht. Vielleicht könnte man ein bisschen üben dran. Also ich bin jetzt mal ein bisschen pedantisch, so wie wir in der Schule Hausaufgaben geben. Könnte ich mir vorstellen, es wäre nützlich, Sie würden morgen nach dem Frühstück sich ein Blatt Papier nehmen und einfach mal notieren, welche Wünsche hätte ich für den Tag? Ja. Und welche Wünsche hätte ich an bestimmte Leute? Ja. Und wie kriege ich es adressiert? Nicht in Briefform, sondern mündlich. Wem sage ich heute mal was? Und in der Erinnerung, wo gibt's Beziehungen, Gespräche, Kontakte, die sind miserabel gelaufen. Da bin ich überhaupt nicht zu dem gekommen, was ich wollte. Wie kriege ich das nachgebessert? Die Leute leben ja noch, begegnen ihnen wieder. Dass sie auf beiden Seiten mal einfach Bilanz führen. Ja. Schriftlich, gründlich, überlegt und nachgeübt. Ja, also, das werde ich machen. Ja. Bestimmt. Wobei der Bogen von dem, was ich zu Anfang sagte, zu dem, was jetzt praktisch herauskommt, ein sehr großer ist. Aber Ein riesengroßer. Was? Ein riesengroßer. Aber Sie haben recht. Sicher. Sie haben ganz sicher recht. Und ich werde versuchen. Wir müssen in 5 Minuten praktisch einen Bogen schlagen. Nicht über die Spree, das ist ein kleiner Fluss, aber über die Elbe sozusagen. Nee, das. Oder irgendwo. Ja. Ich sehe das so, das ist riesig. Aber Sie haben vollkommen recht. Sie haben recht, ich werde es versuchen. Ja? Es wären ein paar Pfeiler in der Elbe, über die wir den Brückenbogen spannen könnten. Oh ja. Es fließt durch die Elbe viel an Tränen, aber wir könnten eine Brücke drüber finden. Ja. Ja. Eines Tages sagen Sie mal, was draus geworden ist.
Ich glaube schon, dass ich das machen werde. Ja. Schön. Gut. Dankeschön. Für heute einen ganz schönen Abend, Frau Schulz. Ja? Dankeschön. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Peterson. Ja, guten Abend, Herr Drebermann. Ja. Ja, ich möchte schrecklich viel. Und ich am liebsten schwänze ich, ja, und drücke mich um alles herum. Ich bin Frührentner und ich habe Probleme mit meinem Haushalt und versuche es mir zu helfen, indem ich jeden Tag mit einer Dame spreche, um da den nötigen Laden für meinen Haushalt zu kriegen. Und am liebsten möchte ich die ganze Welt ändern und alles gerade rücken und ja. Wenn Sie es mal beschreiben würden, wie sähe die Welt aus, wenn Sie sie richtig rücken würden? Sie ist verrückt, wie Sie sie erleben, aber wenn sie mal richtig gerückt wäre, wie wäre sie dann? Kein Krieg, kein Hunger, weniger Leid, mehr Glück. Das belastet Sie sehr, weil das so viele Menschen unglücklich sind auf dieser Welt. Ja. Und Sie selber ein Stück auch. Ja. Aber warum? Sie sind allein, schließlich aus Ihren Schilderungen. Trotz dieser einen Frau im Grunde ist es nie gelungen, mal Beziehungen zu finden, in denen Sie richtig hätten leben können. Nein, nö, ich wollte Künstler werden. Ich habe nie den Ehrgeiz gehabt, eine Beziehung aufzubauen und so. Und was war das für eine Art Künstler sein? Na, ich wollte gern Bilder malen, Malerin werden, Karikaturist. Und was ist daraus geworden? Na, ja, meine Mutter war da nicht so für und da habe ich das dann aufgesteckt. Und als sie mich das heißt, es hat nie eine Ausbildung gegeben oder sowas? Ja, ich war schon mal, ich habe schon angefangen, ich war auf der HDK und so, ja, mal als Gasthörer und so, ja, aber das war halt nicht das. Ich wollte ja Karikaturen machen und das finde ich da nicht, da kriege ich nur Naturstudium und so. Und ich Das war alles nie jetzt, das Richtige für Sie. Ja, ich bin da auch so ein bisschen, ich habe da meine eigenen Ideen. Ich versuche jetzt ein bisschen Theater zu spielen und ich möchte auch gerne noch ein bisschen tanzen und singen und musizieren und ich möchte gerne, dass das eins wird, ja, irgendwie. Dass das zusammenfällt. Dass ich bin Im Grunde höre ich das Sie eigentlich auf so vielen Wegen suchen, wie Sie sich mitteilen können. Und es ist bis heute nicht gelungen, jemanden zu finden, der das wirklich wahrnimmt. Malen, tanzen, sprechen. Es sind so viele Versuche, eigentlich Kontakte herzustellen, die nie waren. Und ich denke mal, es muss damit zu tun haben, dass Sie etwas ganz Besonderes sein möchten. Auch im Kampf gegen ihre Mutter offenbar. Ja, da weiß ich jetzt nicht, was ich darauf sagen soll. Oder könnte. Vielleicht, dass Sie mal schildern, wie das begonnen hat mit der Idee, dass Sie eine Künstlerin sind. Gar kein gewöhnlicher Mensch, der einen normalen Beruf lernt, sondern jemand, der etwas Besonderes mitzuteilen hat, deiner ganzen Menschheit. Ja, also ich habe schon ein Kindesbein am gern gemalt und habe mich auch eben mit den Problemen beschäftigt und so. Also ich habe mir selber Probleme gestellt. Ich habe mir sehr den Kopf zerbrochen, ob ich einen Akt oder einen bekleideten Menschen zeichne als Kind und so, ja. Da habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht und. Können Sie den Stück verraten, was da los war, ob Sie Menschen nackt oder angezogen malen als Mädchen? Ja, naja,
Oh, da kann ich mich so schlecht daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich mir jetzt sehr darüber den Kopf zerbrochen habe, ja. Das hört sich sehr an nach großen Störungen oder nach einem Schamgefühl, wie man sich überhaupt zeigen darf als Mädchen. Ja, ob man sich dann schämen muss oder anständig ist. Ja, aber meine Mutter hat gesagt, ein nackter Mensch ist schön. Hat die gesagt und haben sie es auch geglaubt? Oder muss man sich schämen? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ja, und ich habe mich jeweils entschlossen, also meine Mannequins auf dem Papier schwerlich bekleidet zu zeichnen oder gar nicht. Mhm. Und ich habe mir auch... Irgendwie muss das ein großes Bedürfnis sein, wie sie sich zeigen könnten, möglichst unverhüllt, so dass man ihr Wesen sehen könnte und sie sich nicht zu schämen brauchten, sondern sogar Beifall ernten würden. Verstehe ich nicht. Ich meine, dass das, was Sie mit den Malen versucht haben, ob Mädchen unbekleidet gemalt werden oder bekleidet, ein Thema sein könnte für ihr ganzes Leben. Wie kann ich mich so zeigen, dass ich mich nicht schämen muss? Sondern dass die anderen sogar Beifall dafür zollen. Alles, was Sie mit Künstlersein verbinden, ist auch eine Ausdrucksform. Ja. Zu malen, zu tanzen und gesehen werden möchten Sie. Na ja. Anerkannt werden möchten Sie. Ich bin als Schauspieler, da versuche ich mich ja darzustellen. Und was wird daraus denn? Naja, also ich habe im Moment eine Zwangspause, weil ich meine Prothese verloren habe. Ja. Und da muss ich jetzt pausieren und das geht aber in absehbarer Zeit wieder weiter, dass ich zu den Proben erscheine. Ja. Und in gewissem Sinn verläuft Ihr Leben, wenn Sie es so schildern, seit Jahrzehnten in riesigen Träumen. Ja. Und ich frage mich, wo Sie in Wirklichkeit stehen. Also es gibt ein ideales Bild von dem, was Sie sein möchten. Daraus geworden ist niemals etwas. Oder ja. Höchstens im Ansatz. Ja. Und wie kriegen Sie den Traum von sich ein Stück verbunden mit dem, was Sie wirklich sind? Also wann genügt das mal, das, was Sie eigentlich sind? Eigentlich sind Sie eine Frau, die ist jetzt früh berentet, die trägt eine Prothese, die kann viele Dinge überhaupt nicht mehr. Genau. Was macht die neben all den wunderschönen Träumen? Naja, die versucht, vielleicht die Menschen zum Lachen zu bringen mit kleinen Versen oder eben durch... Die Mimik, die Karikatur. Beim Theater, ja genau, beim Theaterspielen da zutage lege. Und ich würde gerne die Welt mit einem Witz verändern oder mit Humor. Ja, ja. Und daran, ich denke, da habe ich noch ein bisschen Zeit, um daran zu arbeiten. Ich denke mal, es ist beides. Also einmal, dass Sie Menschen zum Lachen bringen, aber wo sind die Menschen, die Sie selber wirklich ernst nehmen? Indem die das mal gelten lassen, was Sie sind. Also wer ist Frau Petersen, wenn sie alleine für sich in ihrer Wohnung sitzt, so wie heute Abend? Ich glaube, da gibt es viel zu wenig Menschen, die das sehen möchten. Sie möchten so viel zeigen von Ihrem Leben, aber wer kriegt das mit? Ja, na ja. Und oft ist es gar nicht zum Lachen. So ist es. Leider, ja. Ja. Da gibt's nur meinen Kater. Ein Kätzchen haben Sie zu Hause. Ja. Das versteht alles, was Sie sagen. Naja, das hat so seinen eigenen Kopf, ja. Und
Katzen haben das, ja, sicher. Aber das ist Ihr bester Begleiter, mehr ja, als jeder Mensch. Ja, mein bester Freund, ja. Ihr Katerchen, ja. Wissen Sie, es ist doch beides möglich. Ob das was beim Theater nochmal wird, ob Sie Karikaturen machen oder Singspiele oder weiß der Kuckuck, worüber die Leute glücklich werden, das lassen wir mal in den Sternen. Aber wie Sie Leute finden, die Ihnen mindestens so in die Augen schauen wie Ihr Kätzchen morgens, wenn es Futter braucht. Irgendjemand, für den Sie da sein können und dem Sie glauben könnten, er versteht das, was Sie meinen. Der sie ernst nimmt und nicht auslacht. Das wäre doch verdammt viel wert. Ja. Na, aber das ich bleibt kann Traum. Den heute Abend nicht. Das wäre ein wirklicher Traum. Aber ich denke jetzt mal, das ist ein Unterschied zu den anderen Träumen. Das sind Dinge, die Sie sich vorstellen. Aber dieser Traum, von dem wir jetzt sprechen, das ist was dringend Nötiges und das müsste es auch geben. Ja, ich habe so das viel ist nicht mehr nur eine Einbildung. Ja, ich habe eigentlich viel Kontakte. Ich bin Haus der offenen Tür. Ich habe meine Gesprächspartnerin, die ich jeden Tag anrufe. Ich habe den Tauschring und habe da Kontakte. Und aber wie gesagt, das ist alles nicht genug. Vielleicht geht es hier auch noch ein Stück anders. Also diese Kontakte, die Sie jetzt erwähnen, unbedingt, die mögen auch nützlich sein. Aber dass es Beziehungen zu Menschen gibt, mit denen sich auch was machen ließe. Also weiß der Kuckuck, Leute, mit denen man ein bisschen spazieren geht, auch wenn es jetzt Herbst ist, oder mit denen man ein Buch gemeinsam liest vielleicht, oder Gesellschaftsspiele am Abend macht oder ein Konzert zusammen besucht. Also, dass es gemeinsame Interessen gäbe in der Wirklichkeit, zwischen Traum und Tag. Die habe ich ja. Ich habe da in Tauschring einen jungen Künstler kennengelernt, ja. Und wir waren zusammen manchmal, wir haben auch schon Schach gespielt und so. Ja, das wäre mein Vorschlag, sowas. Ja. Und lässt sich das nicht ausbauen, ein Stück einfach? Na, ich weiß nicht, der hat ja seine, der ist ja nur erst ein junger Mensch und der arbeitet ja an seiner Karriere und so, ja. Ist und, nicht ganz das Richtige, also schon die richtige Richtung. Ja, ja. Und wenn ich zur HDK gehe, da sind das alles wieder junge Menschen, ganz junge Menschen. Zu junge Menschen auf dem Dach. Ja. Ja. Also müssten wir lediglich noch sagen, die Art, wie es richtig wäre, wüssten Sie. Es fehlt jetzt noch ein Beziehungsraum von Leuten Ihres Alters und ungefähr auch Ihres Interesses. Müsste es doch auch geben. Hm? Weiß nicht, vielleicht will ich das gar nicht. Es wäre zu dicht an der Wirklichkeit, weil oder zu normal sozusagen. Wäre nicht mehr nur künstlerisch. Ich fürchte mal, das verlieren Sie gar nicht, wenn Sie in gewissem Sinn mit beiden Beinen mal auf die Erde kommen. Hätte sogar einen großen Vorteil. Man würde finden, die Frau Petersen, wie sie wirklich ist, eine fantastische Frau. Und fantasiert sie sowieso. Das inklusive. Wir müssen es dann mal heute Abend lassen. Aber Sie bleiben da dran nachzudenken, oder? Ja. Dankeschön. Ja, danke auch. Auf Wiederhören, Frau Petersen. Und wir machen jetzt eine ganz kurze Musik, bevor wir in den letzten 25 Minuten eintreten. Nachtgespräche mit Eugen Drewermann. Wir steigen in die letzten 25 Minuten. Und wir haben noch eine Hörerin. Guten Abend, Frau Helga. Guten Abend. Guten Abend, Herr Drewermann und guten Abend, Herr Longart. Guten Abend. Ich bin schon über Sender jetzt, ja? Mhm. Ja, ich darf jetzt sprechen. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich
Sie erreichen kann und dass ich mit Ihnen reden darf. Ich bin sehr aufgeregt und muss mich sehr zusammennehmen. Ich bin selbst depressiv, habe in den letzten 8 bis 10 Jahren viele Verlusterlebnisse gehabt. Meine Eltern und so plötzliche Todeserlebnisse durch Unfall und Embolie und so. Und eine Freundin starb an Krebs. Ich selbst war im sozialen Beruf tätig, deshalb wollte ich auch meinen Nachnamen nicht nennen. Das fällt mir ziemlich schwer, aber ich bin froh, dass ich mit Ihnen reden kann. Ja. Ich bin im Moment wieder in einer Situation, wo ich Angst haben muss um einen Menschen, der mir die letzten 4, 5 Jahre sehr geholfen hat, immer wieder Hoffnung gemacht hat, wenn ich so wenig Mut hatte, mich wieder aufzuraffen und weiterzumachen. Und dieser Mensch ist jetzt selbst sehr krank und ich habe keinen Kontakt, keinen direkten Kontakt jetzt mit ihm und es fällt mir einfach sehr schwer, damit fertig zu werden, jetzt mit dieser Angst, dass ich wieder einen Menschen verlieren könnte, der mir so wichtig und lieb in meinem Leben ist. Ich habe Sie schon oft gehört, Herr Drewermann, ich war auch in der Gethsemane-Kirche zum Vortrag und Uranium malen, habe auch Bänder und habe die mit diesen Menschen auch ausgetauscht und ich habe wegen meiner Verlusterlebnisse, ich dachte, das hast du alles nicht verarbeitet, habe ich bei einem Vortrag diesen Menschen kennengelernt, weil ich auch in der Hospizbewegung mitarbeite und war dann so froh, jemanden gefunden zu haben, der in der Richtung der Logotherapie auch arbeitet, um dieser Sinnfrage nachzugehen. Und ich bemühe mich auch mit Literatur da ein Stück immer wieder aus der Literatur, wie Sie das ja auch sehr hervorgehoben haben, oft in, wenn Sie geredet haben, darüber, dass wir eine Literatur haben sollten, die eben therapeutisch wirkt, wo man fühlt, da ist jemand, der mit einem fühlt, der genau jetzt da ist, wo man jemanden braucht und eigentlich keinen Menschen hat. Das hat mich ganz toll angesprochen und so habe ich es zum Teil auch erlebt. Aber mir ist es jetzt so furchtbar schwierig. Ich arbeite nicht mehr, bin auch ziemlich zurückgezogen und auch aus diesem Erleben heraus, dass Menschen eigentlich gar nicht wissen wollen, wer ich eigentlich bin oder so. Und das hat Frau Schmidt sehr gut formuliert. Und ja, und jetzt, wie gesagt, diese Angst ist so dominierend in mir. Was wird jetzt dieser Mensch, der hat so gut diese Hoffnung vermitteln kann, wie es ja auch in der Logotherapie heißt, dass Hoffnung ereignet sich im Gespräch. Ich habe übrigens auch von ihm sehr viel Literatur bekommen in diesem Zusammenhang und habe auch, Sie haben ja auch in der GLE in dieser Fachzeitschrift geschrieben und also es ist mir eine große Stütze, aber jetzt denke ich, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Angst fertig werden soll, die mich jetzt wieder so furchtbar runterbringt, wenn da wirklich jemand, wieder verloren geht, der mir so geholfen hat und eigentlich immer noch Kontakt besteht und jetzt auch mir sehr viel Mut gemacht hat, in dieser Hospizarbeit trotz meiner Depression wieder weiterzumachen. Und ich wundere mich, dass ich mich jetzt so sehr, so wenig fangen kann, dass diese Angst so groß ist. Ja, eigentlich dürfte diesem Mann gar nichts passieren, weil das ist ihr dringender Wunsch und auch ihr stärkstes Gefühl. Ja. Auf der anderen Seite, was ist es, das an diesem Mann Sie so sehr trägt? Das sind ja nicht die Informationen, die er Ihnen gibt, die Buchhinweise oder solche Dinge. Es muss an seiner Person liegen und auch an Ihnen. Was verkörpert er für Sie, das derartig Ihr Selbstwertgefühl stabilisieren kann? Ja, das ist es eben. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass jemand so auch so viel Kraft, es ist ja jemand, der es professionell auch ausübt, wie Sie ja sicher wissen, aber ausgehört haben. Sie haben großes Vertrauen zu ihm. Ja, das ist eigentlich, ja, das ist vielleicht, ich habe schon überlegt, wir haben es ja auch schon so besprochen mit dem Menschen, dass es vielleicht doch, weil ich in meiner Kindheit eigentlich nie Vertrauen habe,
haben können zu meinem Vater und in diese Richtung auch später hin zu Männern. Und das ist das eigentlich da passiert, dass ich wirklich vertrauen konnte und mich wirklich so genommen fühlte, wie ich war. Ob es positive Seiten in mir waren, die da gekommen sind oder negativ. Es war eigentlich so ein volles Angenommensein. Und dass da endlich jemand war, der so handelt und so gefühlsmäßig zu Ihnen steht, wie Ihr Vater hätte sein müssen. Ja, es ist im Grunde genommen so, ich bin ja auch schon älter jetzt, ich bin 60 Jahre, derjenige ist jünger, aber es war wie so ein großer Bruder für mich. Also so habe ich das erlebt, aber ich glaube, da steht dieser Vater, als ich das erste Mal so dieses Vertrauen haben konnte und habe auch viel freier denken gelernt oder das Leben so anders, also es ist ein ganz großes Erlebnis gewesen für mich und ich habe dieses ganze Menschenbild, was eine Tätigkeit prägt, es war für mich alles oder ist für mich, ich sage immer war jetzt, aber ich denke, vielleicht ist es auch ein Stück Abhängigkeit, wie Sie das auch in der Einführung gesagt haben, wenn man liebe Menschen verliert, dass ich in dem Punkt auch denke, aber es ist so Großes da von diesen Menschen ausgegangen auf mich, dass ich das so, verstehen Sie, wie ich es meine, da gar nicht Angst habe, hergeben zu müssen. So ist es, aber es ist ein Stückchen paradox. Das Beste, was von diesem Mann ausgeht, ist ja, dass Sie ein Gefühl für sich selber bekommen. Dass Sie spüren, Sie sind jemand, selber. Ja. Sie können selber denken, selber leben, finden Bestätigung. Das alles ist ja nicht die Nettigkeit dieses Mannes, nur das ist bestimmt ein prima Kerl und der wird Sie mögen. Aber er hat in gewisser Weise, nehme ich mal an, auch recht, wenn er so sagt. Die Frau Helga ist eine wunderbare Frau, das vermittelt er einfach. Nee, er vermittelt, er hat das, was ich nicht mehr glauben konnte von mir selbst, dass ich wieder... als ich ganz unten war und gar nicht mehr eigentlich wollte. Und eigentlich dieses immer vermitteln, dieses wieder, dieses nicht aufgeben und du schaffst das. Und also mit anderen Worten natürlich, aber in dieser Richtung. Und er hat das, ich glaube, das hat Schweizer auch mal oder jemand gesagt, aus einem was herauslieben mit dem, wie man dem anderen gegenüber tritt. Das ist geschehen, das habe ich ganz echt gespürt. Dass er die Person aus Ihnen hervorlockt, die Sie wirklich sind, weil dann ein Stück Selbstvertrauen auch ermöglicht. Ja. Und jetzt ist die Sache wirklich paradox. Alles, was dieser Mann tut, gerade weil er für Sie so viel bedeutet, läuft darauf hinaus, dass Sie eines Tages spüren, Sie können selber leben. Brauchen im Grunde gar keine Krücken mehr, ob die Vater heißen oder Mutter heißen oder wie Sie sonst sind, sondern Sie selber. Mit 60 Jahren können auf eigenen Beinen in ihr Leben treten. Und dann wird er abtreten. Auch sonst, je besser das läuft, irgendwann wird er sich überflüssig machen in gewissem Sinne. Sicher, es ist ja auch, jetzt der Kontakt ist ja auch an und für sich, mir fällt es so schwer, das richtig zu sprechen, weil ich immer denke, ich möchte so ungern erkannt werden. Ja, aber es ist bei mir so ein Stückchen dieses, wissen Sie... Ein Stück Anhänglichkeit und Wärme, die Sie spüren möchten. Ja, das war nicht das Erste, was ich überhaupt gespürt habe. Aber es ist jetzt so, dass ich eigentlich... mir fällt es furchtbar schwer, für mich selber zu leben. Ich sehe da drin so wenig Sinn. Ja, und meine Berufstätigkeit... Ja. ist zu Ende. Ich habe sehr viel mit Menschen zu tun gehabt und ich habe mich aber ein Stück in dieser Therapie, ist ja klar, von einer ganz anderen Seite noch erlebt. Also, dass da noch ganz was anderes ist in mir und so weiter. Und jetzt, trotz alledem, suche ich den Sinn, für jemand da zu sein, was ich im sozialen Bereich ja gemacht habe. Und dennoch kommt es immer... zu diesen Depressionen, die ja nach Aussage der Neurologin jetzt und so weiter endogen sein sollen. Aber Sie sagten vorhin, Sie glauben an sowas gar nicht ganz. Ich weiß auch nicht. Begrenzt. Aber ich muss Tabletten einnehmen und... Es sind so viele Dinge, die Sie gerade äußern. Das eine ist, natürlich wird es helfen, wenn Sie für andere da sind und spüren, Sie können etwas bedeuten und tun und etwas Nützliches vollbringen. Aber
irgendwie suchen Sie doch auch das ganze Leben lang schon danach, wer im Grunde mal für Sie da ist. Und ich denke, die Person, die als erstes sollte für Sie da sein, müssten ein Stück weit lernen, Sie selber zu werden. Ich glaube, dass der Mann, den Sie sehr mögen und dessen Therapie Ihnen so gut tut, mittelbar, er schreibt sie Ihnen ja nicht vor, aber es geht darauf hinaus, Sie dahin bringen will und wird, für sich selber mal ein Stück Bedeutung zu gewinnen, ohne dass das immer wieder von außen nachgeladen werden muss, dass Sie eine Frau sind, die selbstständig sein kann, selber denken kann, selber für sich da sein kann, sondern dass das ein Grundgefühl wird. Insofern wäre es bitter, bitter schade, wenn diese gute Therapiebeziehung zu früh aufhören würde. Aber dass Sie den Punkt irgendwann mal erreicht, wo Sie auf eigenen zwei Beinen stehen und könnten freiwillig den Mann in gewisser Weise lassen, ja, das glaube ich, käme von alleine es zustande. Es hat sich ja auch schon verändert, die Therapie ist ja eigentlich abgeschlossen, aber es ist wegen, ergibt sich immer wieder, also es ist ein Kontakt, eine, es ist eine Begleitung letzten Endes doch noch gewissermaßen und durch viele Dinge, die sich so mit der Literatur und mit dieser Hospizsache, das ist so ein von daher gibt es verschiedene Bezugspunkte, ja, und auch telefonisch und so weiter, wenn Dinge sind. Das bleibt ja. Ja, und nur es wäre sehr schlimm, wenn das jetzt abbräche, ja, zum Beispiel durch einen Schicksalsschlag. Ja, ich bin sehr in Sorge irgendwie und ich merke jetzt schon, es fällt mir schon in den 10 Wochen schwer, dass da überhaupt kein Kontakt ist. Wir haben ja sehr oft telefoniert und irgendwie, ja. Ich denke, das Gesamte, was Sie schildern, beschreibt ja eine innere Entwicklung, die zunehmend da hinaus führt, dass Sie für sich selber Augen zu bekommen anfangen. Ein eigenes Wertgefühl für sich selber ausprägen. Dieser Mann hat das ein ganzes Stück lang vermitteln können. Ja, das doch. Ist wunderbar, dass das so weitergeht. Ja. Aber die beste Art, ihn zu verstehen und bei sich zu behalten, wäre ja, Sie ziehen das nach innen und fragen sich, kann ich mir das, was er mir vermittelt, nicht im Grunde auch ein Stückchen inzwischen selber sagen? Also oft erlebe ich das, dass Leute sagen, ich stelle mir vor, wenn ich eine Schwierigkeit habe, was würde mein Therapeut sagen? Und dann fällt mir das ein und dann tue ich es. Er muss es gar nicht mehr sagen, ich weiß das selber. Und irgendwann muss man sich gar nicht mehr vorstellen, was der Therapeut sagen würde. Das ist ja gar keine Erleuchtung, man kann auch selbst drauf kommen. Ja. Und nach löst man sich dann davon. Ja, Dr. Drewermann, das ist ja auch meine Befürchtung, dass da eine gewisse Abhängigkeit so in dem Sinne sein könnte. Aber Suche nach dem Vater. Ja. Es geht darum, den Vater wiederzufinden, den es nie gegeben hat. Aber irgendwo sind Sie ja auch da, sich bei der Hand zu nehmen und den Vater in gewissem Sinn gar nicht mehr zu brauchen. Und dann ist es wahr, es gibt eine Menge Dinge, die Sie anderen zu geben haben. Übrigens, wenn Sie noch dringend einen Literaturhinweis brauchen, Abschied nehmen, für Tod. Ja. Es gibt eigentlich eine ganz erschütternde Darstellung von Anne Philippe, eine Französin, die Frau von Gérard Philippe, dem Filmschauspieler. Hat einen Dostoevsky-Film gespielt und auch manche Klamauk-Filme in den 50er Jahren im Schwarz-Weiß. Der Film, das Buch ist herausgekommen unter dem Titel Nur einen Seufzer lang im Wohlwoll-Taschenbuch. Das ist ein Psalmzitat, gemeint ist nur ein Seufzer lang leben wir Menschen, wie der Schatten, der vorüberhuscht. Da wird beschildert, wie Gérard Philippe an Krebs erkrankt ist, operiert wird und stirbt. Und sie geht damit sehr ehrlich um. Ja. Das ist ein erschütternder Bericht über die Trauerarbeit und über den Versuch, sich nichts vorzumachen. Dankeschön, Frau Helga. Und einen schönen Abend noch. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Auf Wiedersehen, Frau Helga. Und wir haben eine weitere Hörerin. Guten Abend, Frau Wilson. Ja. Guten Abend, Herr Drewermann und Herr Longart. Es freut mich, dass ich noch kurz sprechen kann zu Ihnen.
über diesen Satz, den ich gesagt habe, nämlich fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Es ist ein Sprichwort. Sie waren das. Und das soll ja nicht bedeuten, dass man das hineinliest, dass man weiter Drogen nimmt, sondern dass wenn man kämpft und etwas nicht gut zu Ende geht, sollte man nicht aufgeben, sondern mutig wieder neu anfangen. Das war damit eigentlich gemeint. Ich bin schon an meinem 49. Geburtstag wurde ich Witwe. Jetzt sind es 33 Jahre, die ich allein mich durchs Leben kämpfe. Und da habe ich gelernt, dass man alles positiv sehen sollte. Und darum hat mir das so viel gegeben, denn ich bin eigentlich sehr, sehr krank. 77% schwerbehindert. Und das Schlimmste ist, dass ich fast nicht mehr richtig sehen kann. Also es ist wirklich an allen Ecken und Enden, wo ich klagen könnte. Aber was nützt Klagen? Es bringt mich ja nicht weiter. Und dieses wird ja einmal alles vergehen. Und darüber hinaus hat uns ja Gott versprochen, ich werde dich nie verlassen noch versäumen. Aber das müssen wir glauben lernen. Und ich habe im Laufe der vielen Jahre Glauben gelernt. Und nicht nur Glauben, sondern Vertrauen gelernt. Und im Vertrauen habe ich dieses feste Bewusstsein, dass der Tag kommt, wo wir alle glücklich und geborgen in Gottes Händen leben dürfen. Und, insofern gibt es für Sie nie ein wirkliches Aufhören, sondern nein, da, im wo Gegenteil, das Aufhören, ja, mit Mut das Aufhören weitermachen. Ist ein neuer Anfang. Ja, genau. Nicht? Und da bin ich traurig, dass das jemand so ausgelegt hat, als könnte er jetzt weiter Drogen nehmen oder sollte Drogen nehmen. Das ist ja traurig. Nein. Herr Otto nimmt keine Drogen, das hat er auch nicht gemeint, nur er hat nicht ganz verstanden und ich bin jetzt sehr dankbar, dass Sie das für unser aller Ohren nochmal richtig stellen, wie Sie es gemeint haben. Ja, denn das habe ich in dieser Klinik da gelesen, wo ich jetzt sehr lange gelegen habe und ich habe da sehr viel Trauriges sehen können oder müssen. Ich habe auch sehr viel Mut anderen geben können. Denn ich musste innerhalb von 3 Monaten musste ich eine neue Arbeit finden, als mein Mann starb, nachdem ich ihn 5 Jahre gepflegt hatte. Also er war 55, als er starb. Nicht? Und ich kriegte keine Witwenrente. Mit 50 Jahren hätte ich eine Witwenrente gekriegt. Das sind jetzt 33 und trotzdem, Jahre. Und da habe ich gelernt... Trotzdem im Grunde sprechen Sie so, dass man deutlich hört, Sie würden sich ein anderes Leben, als Sie es geführt haben, im Grunde gar nicht wünschen. Nein, im Gegenteil, es hat mich gefestigt. Zufrieden, wie es war. Ja, es hat mich gefestigt und hat mir Zufriedenheit gegeben, wie Sie gerade erwähnen. Ja. Und darüber bin ich dankbar. Und ich hoffe, dass das jetzt einigen Leuten, ich habe den ganzen Abend zugehört, es macht mich traurig, wie die Leute mit Depressionen kämpfen müssen und keine Hoffnung haben. Nicht, das ist wirklich, es ist eine Wichtigkeit. Wir sollen entscheiden. Wir sollen entscheiden lernen. Und daher ist das Leben manchmal sehr schwer. Aber es ist nicht immer nur schwer. Wir müssen eben versuchen, immer wieder den Sonnenstrahl oder das Licht am Himmel zu sehen. Nach jedem Regen, und es müssen Regentage kommen, die brauchen wir auch, kommt auch irgendwie wieder ein Sonnenstrahl. Und wir sollen einfach diese Zufriedenheit, ich habe da noch so einen anderen Vers, den ich mir immer gesagt habe, wenn ich nicht haben kann, was ich gerne möchte, will ich zufrieden sein mit dem, was ich haben darf oder haben kann. Und ich denke, damit werden wir mal schließen. Ich bin froh, dass ich das richtig stellen konnte, denn ich habe noch ein interessantes Erlebnis gehabt. Für mich gibt es keine Zufälle. Alles ist bei uns im Leben doch bis zu einem gewissen Punkt gesteuert, damit wir lernen zu entscheiden. Da ist eine Dame auf mich zugekommen, die hat auch an dem Abend zugehört und es hatte ihr gut gefallen, dieser Satz, fange an, nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Und wir haben uns zufällig, wenn es Zufälle gibt, bei unserem Gemüsehändler getroffen.
auf der Straße. Und da hat sie mich gefragt, das war eine Radfahrerin, die Dame hat gefragt, sind Sie die Dame, ob ich die 82-Jährige wäre, die das gesagt hätte. Und wir haben dann natürlich noch viel eine lustige Auseinandersetzung gehabt. Also ich wünsche Ihnen weiterhin Gutes, Herr Drewermann und Herr Longart. Dankeschön. Und viel Erfolg, dass die Leute doch Hoffnung haben. Nicht? Dankeschön, Frau Wilson. So wünsche ich ganz in Ihrem Sinn, Frau Wilson, sage aber dabei, es ist so glücklich, dass Sie so viel Zufriedenheit und so viel Licht im Dunkeln in Ihrem Leben haben finden können. Es lassen sich aber die Erfahrungen aus dem einen Leben nicht einfach auf das andere übertragen oder gar daraus eine Ableitung machen, so muss es sein. Ich bin sehr froh zu hören, dass es bei Ihnen so ist und gewesen ist. Und den anderen wünsche ich natürlich ein Stück davon. Dankeschön. Wir denken, dass es jetzt wohl nicht mehr sinnvoll ist, einen weiteren Hörer noch mit hineinzunehmen. Wir möchten alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch gewartet haben oder angerufen haben, doch herzlich bitten, in 14 Tagen dann als Erster anzurufen, damit sie auch wirklich drankommen, denn wir freuen uns ja auch darüber. Aber Sie werden verstehen, dass manche der Fragen auch verdienen, gerade weil sie so von Gewicht sind, entsprechend etwas länger beantwortet zu werden. Man wird ja sagen dürfen, Herr Drewermann, dass eine der ganz wesentlichsten Arten, wenn ich so sagen darf, positiv aus oder aus der Depression heraus oder mit der Therapie, mit der Depression umgehen zu lernen, die Fähigkeit ist, Worte zu finden. Das ist ganz sicher. Also ich bin erstaunt und dankbar, auch für den heutigen Abend zu hören, wie viel geschieht, wenn ein Mensch den Mund aufmacht und spricht von sich, wie er sich erlebt. Und wer hört dann zu? Bei fast allen, die angerufen haben, ist das ja die Frage, wo finde ich einen Menschen, dem ich zuhören kann und der mir zuhört? Und wie gibt es dazwischen ein Wechselspiel? Ja. Wem darf ich mich zumuten mit meiner Biografie, meinen Erlebnissen, meinen Enttäuschungen, Hoffnungen, Träumen, was auch immer? Wir können eigentlich an so einem Abend nur ein Stückchen Mut machen, zu zeigen, dass es so geht und dass das, was hier begonnen ist, mit Frau Wilson gesprochen, nie aufhört und sich immer wieder lohnt zu versuchen. Und dass es eigentlich auch ein Grund zur Dankbarkeit ist, wahrnehmen zu können, was solche Menschen alles mitzuteilen haben. Es ist ein unglaubliches Geschenk zu spüren, dass in wenigen Minuten so viel Vertrauen wächst, sich derart weit zu öffnen. Vertrauen und Öffnen macht hier auch verletzlich, macht enttäuschbar. Man riskiert eine ganze Menge. Manche von unseren Hörerinnen und Hörern haben kaum gewagt, ihren Namen zu nennen, um nicht entdeckt zu werden. Auch das ist ja legitim. Wie wahrt man einen Schutzraum von Anonymität? Wie kann man sich mitteilen, ohne sich offenbaren zu müssen, ohne bloßgestellt zu werden? Wie kann man sich einlassen auf den anderen und gleichzeitig bei sich selber bleiben? Ich denke, das ist das Kernproblem der Depression schon. Wie kann man gemeinsam sein, ohne miteinander zu verschmelzen und jede Grenze zu verlieren? Insofern ist das, was heute Abend passiert ist, ein gutes Lehrstück auf Depression und wie man sie löst. Ja. Das waren Sie, meine Hörerinnen und Hörer, die Nachtgespräche mit Eugen Drewermann auf 88.8. Es geht weiter am Dienstag, dem 27. Oktober, mit dem Vers »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein« aus dem 4. Kapitel des Matthäusevangeliums. Das Thema der Sendung wird sein Freiheit. Für heute verabschieden sich Christiane Olsen und Klaus Hinzen. Am Mikrofon wünschen Ihnen Michael Longart und Eugen Drewermann eine gute Nacht. Nach den Nachrichten blenden wir uns ein in den Nachtexpress der ARD, der heute vom Westdeutschen Rundfunk kommt.